Kabam! Kabam! Ich habe gehört, wir zocken heute noch. White Russians. Hallo, wir sind wieder da. Von Drofis, für Drofis. Viel Spaß. Die anderen sind, glaube ich, auch noch da. Die erzählen euch jetzt mal, was letztes Mal passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Trolli hat da ja reingehört. Die Ballerina. Ja, also, ihr hört, dass er schon wieder drauf ist. Und ja, das ziehe ich jetzt das ganze Intro durch. Am Karfreitag, was willst du da machen? Das ist ja hier der Fastenzeit des Ende. So, nein, also. Freundchen, es ist Samstag. Es wusste ich. Nicht mal, welcher Tag ist. Oh Gott, ihr seht schon. Ja, das war. So, also E12 sind wir jetzt. Und E11 war ja ganz großartig. Billy bekam keine Fanta, aber dafür schon wieder Stress mit irgendeinem Typen. Ich muss es ja machen, damit das auf dem Teppich bleibt. Und dann hat Mahina versucht, den Bello irgendwie anzugeilen, einzurasten, na, irgendwie sowas in der Richtung zu überzeugen, dass irgendwas passieren könnte. Das hat ja auch mittelmäßig nicht funktioniert. Aber dafür hat man sich dann entschlossen, den hier Heimwerkerkönig richtig schön zu vergiften. Die Waffen der Frauen, kennst du ja, macht man ja so. Meint ihr, das haben die Leute verstanden, was ich damit gemeint habe? Ja, natürlich haben die das verstanden. Spätestens jetzt. Gut. Also Waffen der Frauen, irgendwie Brüste und Gift, das ist, was sollen denn sonst die Waffen der Frauen sein? Eine Schrotflinte eher nicht. Gift halt, dachte ich, deswegen habe ich das. Aber ich hoffe jetzt, ich nehme hier jetzt irgendwie keine Vorurteile zu weit raus. Hör auf, raus, dich oder? Schon wieder zu rechtfertigen. Es war ein super Name. Ja, gut. Nee. Gut. Doch. Was? Also wir spielen 2080, es ist 2014, oder? Ich habe recht. Ich glaube, damit lassen wir das auch für heute dann. Ja, viel Spaß und bleibt geil. Tschüss. So, wir waren wo stehen geblieben? Bei, wie heißt dann gleich? Boris Sottis. Es ist jetzt der Großmoment. Was? Endlich. Jojo ist dabei übrigens. Ich weiß, wo wir beide endlich mit Boris richtig loslesern können. Okay, meine Frau kommt dann nach Hause. Das ist schön. Magst du mal einen Nachtfalter machen oder musst du noch kurz begrüßen? Warte mal, ich muss gerade mal abchecken. Die kommt jetzt gerade hier die Tür rein, sagt ciao, hallo. Oh, die hat Süßigkeiten mitgebracht. Warte mal. Oh, ein Red Bull kriege ich, dankeschön. Und ein Mango Booster, oh, dankeschön, so lieb. Nein, dankeschön. Ups. Jetzt will ich plötzlich doch auch eine Perle. Ja, dafür muss ich nachher an die Waffe, mein Freund. Hier, da gibt's nichts für umsonst. An die Waffe ist aber auch schön. So, also nicht nur den Aal buttern hier? Nee, da geht gar nichts. Der wird gebuttert. Wo habe ich denn den Nachtfalter beschrieben gleich wieder? Im Forum. Ja, das weiß ich auch, aber ich meine, ich hatte doch so schöne Bilder gemacht extra für den Nachtfalter. Ja, ich glaube, das ist im Fluffteil. Ist es im Fluffteil? Ja. Ich guck das kurz nach, wenn du kannst das mal anfangen. Hast du recht, ich muss mir gerade mal den Club vor Augen rufen. Ich bin mal nicht diejenige, die alles beschreiben muss. Der Nachtfalter. Also der Nachtfalter ist ein Club, ein außergewöhnlicher Club. Der Nachtfalter ist also eigentlich in einem Basement-Club, sprich es ist also in einem Kellergewölbe. Ein sehr anschauliches Kellergewölbe. Man muss sich das so vorstellen, man kommt also runter, dieses Kellergewölbe runter. Man denkt eigentlich, man geht in die letzte Schrappbracke rein. Aber wenn man reinkommt, ist alles wunderbar gestylt, also es ist extravagant gestylt, weil der Nachtfalter ist ein Gay, Tranny und Lesbian-Friendly Club, also ein Gay GLTF Club. Sprich, Boris hat sich irgendwann mal aus irgendeinem Grund sich den Trannies und den Gay und Lesbians zugeschrieben. Er ist selbst natürlich straight, wie es nur irgendwie sein könnte. Möchte natürlich irgendwann mal von Billy gepimpert werden, aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen ist er ja auch so straight, was? Richtig, ja, genau. Hat damit nichts zu tun, ist mein Freund. Aber wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist der Club halt wirklich exquisit. Ist ein ganz toller Club. Es gibt ein WC für Herren und Damen und Trannies zusammen. Es gibt eine große Tanzfläche mit Käfigen natürlich und Pole-Dance-Stangen. In der rechten Seite gibt es eine riesengroße lange Bar. Und auf der linken Seite ist quasi Boris Sitzecke, die mit wunderbar tollen Salzwasser-Aquarien abgesondert ist vom Rest. Da kommt auch nicht jeder rein. Und da guckt auch nicht jeder rein. Da kann man also quasi Boris ganz ungestört begrüßen. Und da gibt's auch die schöne Spiegelscheibe natürlich. Und was auch noch wichtig ist, da gibt's Whirlpools im Club. Das heißt, man kann da also
lustigen Spielen frönen. Und es ist immer ein sehr ausgewähltes Publikum, also sehr bunte Paradiesvögel, Männlein wie Weiblein, wie alles zwischendrin. Kabam, langt es? Vielen Dank. Ach, was war, Mucke war nochmal, Kommt immer drauf an, also generell ist es immer so ein bisschen Drum and Bass, Chill Out, Ambient Drum and Bass, ne? Der Gate-Szene zugetragen. Und ja, heute Abend ist Donnerstagabend, das heißt in Moskau Donnerstagabend geht immer gut was abgetrinken. Gut. Also ich nehme an, was heißt ich nehme an, natürlich kommt ihr direkt in den VIP-Bereich. Sehr klar. Ja, also der Türsteher hält sich gar nicht lange auf, der sieht Billy, gibt's dann. Der sieht Hallo, Billy und macht Platz. Gibt's dann links, rechts, links, Kuss und dann. Ach, meine Süße, geh doch einfach rein. Also das, die Türsteher dort sind auch alle gay. Das sind zwar Schränke wie ein Buchenschrank oder Eichenschrank, sucht sie aus, was sie lieber ist. Also das sind Deutsch-Eiche. Die haben Arme wie andere Leute ein Wanst. Aber sind sehr freundlich, wenn Billy kommt und dann heißt natürlich gleich durch. Natürlich. Ja, Boris sitzt da auch gerade mit ein paar anderen Menschen. Paradiesvögeln. Paradiesvögeln. Ich wollte gerade sagen, das Kostüm von Björk fällt mir da als erstes ein. Falls euch das was sagt. Ja. Das Schwanenkostüm, ja, wunderschönes. Mit solchen Leuten da ist also wunderbar. Auch ein bisschen aus der BioWare-Fetisch-Szene, also Leute mit, also kann ich mir zumindest vorstellen, mit irgendwelchen Schuppenhäuten oder Chloroplastenhaut oder so ganz großartigen Hautwucherungen und, ne, also richtig geil. Tentakel am Pillermann, was man also halt so braucht. Es ist schon ein ausgewähltes Publikum im Sinne von, wenn da jemand bei Boris sitzt, dann sind die zwar schon sehr ausgefallen, aber bei weitem nicht hässlich. Nee, was ja nicht ist unbedingt auf keinen für Fall. Boris ist ja auch, spricht, aber... Man muss ja auch den Unterschied ziehen zwischen Ästhetik und Schönheit, ne? Mhm. Sehr gut. Genau, ihr kommt da rinne. Ach genau, läuft einfach hinterher. Hat eigentlich Jojo sich wenigstens den Tukan in die Haare gemacht bei der Autofahrt? Nee, ich weiß nicht. Nein, die ist zwar, hat zwar wieder ihre normalen, knatschbunten Klamotten an, einfach weil sie den Ausgleich zum... Und es vielleicht sogar ein bisschen überausgleicht, überkompensiert, was sie halt irgendwie während des ganzen Tages über immer nicht machen darf, kann, soll. Aber den Tukan hat sie sich nicht in die Haare gemacht, weil sie einfach da nicht mehr jetzt dran gedacht hat und da irgendwie auch keinen Bock mehr hatte. Die ist gerade irgendwie... Da hat sie nicht mehr dran gedacht, Entschuldigung. Meine aber nicht, oder? Nee, höre ich nicht, aber Flummismucke hört man. Gut. So, jetzt müsste es besser sein. Alter, ja, sonst kriegen wir noch Lizenzschwierigkeiten, wenn du die ganze Zeit Sabaton hörst. Hatte jetzt gerade. Also ihr kommt da an und als ihr hereinkommt, entschuldigt er sich auch sofort bei Mademoiselle Björk oder Monsieur Björk. Kommt auf euch zu, natürlich hier bei beiden. Boris! Endlich seid ihr mal da. Das ist, es freut mich wirklich sehr. Und noch nie in Realität gesehen und trotzdem... Absolut sicher, hierbei handelt es sich um Jojo. Na klar. Hast du gut geraten. Ich konnte, also, mir hätte es zwar noch ein bisschen mehr hüpfen hätte ich erwartet, aber sonst wirklich. Na, es ist schon so spät, aber tagsüber oder manchmal auch abends erwischst du mich auch hüpfend. Wir können auch was dagegen machen. Da drüben neben den Whirlpools will ich ja sowieso mal vielleicht so eine Art Trampolinboden installieren lassen. Ich finde, das könnte dem Ganzen noch ein bisschen Pep verleihen. Was meint ihr? Da musst du aufpassen wegen der Verletzungsgefahr. Ah ja, natürlich, natürlich. Ja, gerade mit Alkohol, das ist immer so eine Sache. Ja, da macht so alles richtig Spaß. Ja, aber nur für den, der nicht die Kotze wegwischen muss. Und das ich stimmt. mag Kotze in meinem Club nicht. Also, ich habe auch die Türsteher angewiesen, wenn jemand schon so aussieht, als würde es gleich losgehen, der wird nach draußen geschafft. Das geht einfach nicht. Hast ja auch recht. Man muss ja hier was trinken, nicht dort was trinken. Ich hab auch nichts dagegen, wenn die Leute brechen, aber doch nicht auf die Tanzfläche und dann rutscht jemand aus und fliegt mit dem Gesicht rein und dann kotzt er gleich daneben. Das ist, ich glaube, das ist eine Art Kreislauf und den muss man auch durchbrechen. Eine Orgie. Ja. Setzt euch doch erstmal. Ja, aber heute nicht, oder? Was? Ja, danke schön. Eine Kotzorgie? Nee, Orgie generell. Vergiss es, du warst hier nicht 3 Wochen her. Ja, das war auf jeden Fall. Ja, es war super. Schön. Ich hab's ja nur erzählt bekommen von deiner liebsten Frau. Wie geht's ihr denn überhaupt? Ach, soweit ganz gut. Also, ich wüsste nicht, dass sie irgendwas Stress oder sowas hätte. Alles ja, easy. Gut.
Dann ist ja gut, solange es Valeria gut geht. Und ich wollte ja nochmal Danke sagen, dass ihr euch so lieb um mich gekümmert habt. Ne? Deswegen sind wir auch heute nochmal da. Das war selbstverständlich. Wenn es dir schlecht geht, dann sind wir da. Und das ist einfach so, wie es laufen muss. Das weißt du doch. Hm. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das wollte ich doch gerade sagen. Bei dir ist es doch selbstverständlich, Kind. Ja, das muss man ja aber auch. Naja, ich fühle mich dann immer ein bisschen... Ich bin auch heute auch wieder nicht ohne Grund da und ich muss auch gleich zum eigentlichen Anlass kommen. Ich meine, erstens sind wir da, um dich zu sehen natürlich. Ich habe auch gehofft, vielleicht ist ja Valeria da. Und dann zeigen wir natürlich jetzt auch mal heute Jojo den Club ein bisschen. Ich wollte schon sagen, aber wir hatten noch eine Pflicht zu erfüllen. Immerhin hast du mich eingeladen und ich war bis jetzt noch nicht da. An meinen Club zu kommen mag am Anfang wie eine Pflicht erscheinen, aber ich nehme an, du bist jetzt schon begeistert. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Pflicht ist. Immerhin bin ich freiwillig mitgekommen. Ich hätte auch zu Hause bleiben können. Aber ich war voll neugierig. Und mir wurde nicht zu viel versprochen. Willi gibt dir einen Stoß in die Rippen. Entschuldigung. Bin ich auf den Fuß getreten? Nein, du wolltest erst gar nicht kommen. Ja, weil ich saumäßig müde bin, aber ich bin dann doch gekommen. Dagegen können wir doch was machen, Kinder. Überhaupt kein Problem. Soll ich was holen? Mhm. Ja. Der holt ein wenig Amphetamin. Ah, nicht das heute, oder? Achso, na, ich dachte. Also, ich wollte mal schauen, ob du auch was richtig, richtig Gutes bezüglich in die Richtung NC da hast. Was aus dem Privatschatz sozusagen. Aus dem Privatschatz? Und ich habe da einen guten 68er-Jahrgang, halbtrocken, durchaus brennend im Abgang. Ja, natürlich, da habe ich was da, aber das hält natürlich nicht so lange wach. Ja, also ich würde erstmal was fürs Wach für nachher, aber wir würden jetzt gerne was so NC von dir kaufen. Oder halt, weiß nicht, was du machen möchtest. Kaufen? Ja, du weißt doch. Du warst so lange nicht mehr hier, solange alles, was hier passiert, ist für dich kostenlos und für deine Begleitung natürlich auch, solange du nicht wieder mit der Kirchengemeinde... Nee. Ne? Was? Sie war mal mit einer Kirchengemeinde hier? Nein, ja. Sie war einfach mal mit 3 Leuten hier. Ach so, das ist doch gar nicht so viel. Wir ja, haben okay, aber auch zum Schluss so. Das Ave Maria gesungen. Ja, das haben sie gemacht und die hatten Nasen, da ging ganz schön viel rein. Oh, ja. Ich verstehe. Orks halt. Ich meine, es waren ja erfrischende Typen, aber irgendwann musste ich dann halt doch mal was berechnen, ne? Klar. Aber ich sagen muss, die Rechnung selbst. Also der eine Typ, der sich sämtliche Finger an den Ellbogen hat verpflanzen lassen, das ist immer noch mein Held. Der war cool. Sah ein bisschen unpraktisch aus, aber... Man muss es durchziehen. Also nur was sagt dir. Das Beste, sagst du. Naja, gutes halt. Guten Freunden gibt man seinen Novakok. Er holt eine Menge, die für 3 Nasen reicht. Dabei berechnet er wohl seinen Standard, der garantiert nicht Jojos Standard entspricht. Also ist jetzt nicht so übermäßig viel, aber die ist ja halb so groß, weißt du? Ja, von Novakok hat Jojo auch eigentlich bisher immer, die hat es mal ein, zweimal ausprobiert, aber davon hat sie eigentlich immer die Finger gelassen, das war nicht ihrs. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum. Oh oh. Ja, hier, ne? Also der hat keine Spiegelscheibe, der hat einen Glastisch, da geht das richtig. Gleich direkt. Ich leg mal 3 schöne Lines für den Jojo, leg ich eine halbe. Nee, Billy, also vielen Dank für das Angebot, aber ist nicht. Möchtest du lieber Amphi? Nee, ich möchte gar nichts, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Und du schläfst doch nachher weg, hast du gesagt. Ja, ich weiß aber auch, was passiert, wenn ich das dann durchhabe, dann penne ich nämlich heute Mittag weg und heute Mittag kann ich mir das nicht leisten. Jetzt, Mädels. Was denn? Alles gut. Gar keine Diskussion hier. Der Gast ist König. Du willst keinen Stoff und das ist cool. Ich kann dir was anderes anbieten. Ich kann dir den einzigen Energy Drink anbieten, der lecker schmeckt. Alles klar. Ja, haben wir einen Deal, gut. Wir haben eine Sekunde. Er steht kurz auf und macht sogar selbst. Macht er was und tut es, das ist so eine weißlich transparente Flüssigkeit mit Stückchen. Oh Gott. Oh, Alter, ohne Witz. Und er tut es in eine halbe Kokosnussschale. Kriegst einen Strohhalm dazu. Sie probiert. Schmeckt nach Kokosmilch. Nicht sie faltig. Guckt ihn strahlend an. Und du merkst, dass da Koffein drin ist. Also bald. Boah, ist das geil. Du bist ein Künstler.
Ja, übertreiben wir es nicht, aber ich habe den vor einer Weile entdeckt und dann ist wirklich der einzige Energy Drink, der richtig nach was schmeckt. Das hat man mir sonst eher selten. Der ist voll lecker. Ja, und 100% Qualitätschemieanbau. Läuft. Apropos Chemie. Ja, gute Idee. Achso, willst du von mir hören, dass das Zeug gut ist? Ist es gut. Es macht Kabam im Kaste und das ist das Wichtigste. Das ist, ja. Darf ich davon was mitnehmen? Was mitnehmen? Ja, was? Zwei Näschen? Ah, ich kann verstehen, warum du das willst. Klar, aber... Guten Freunden gibt man doch ein Näschen oder zwei oder drei. Also, Billy, das... Oh, das ist... Das batscht. Pass auf. Also, ich fänd's halt einfach cooler, wenn du das Zeug bei mir hier, geil, wenn wir das zusammen verdrücken könnten, mit dem Mitnehmen. Ist jetzt nicht so das Problem. Aber? Ich frag mich halt nur, warum. Puh. Ich muss ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Amore filigrane, sagst du? Amore, nix schaffe, aber rohre. Ja, ey, der Liebe kann ich nicht im Weg stehen. Das wusste ich doch. 2 Gramm, zwei Nasen, was? Nasen. Du nimmst dir was mit. Das ist okay, das kannst du haben. Bodendrogen. Ich weiß jetzt, dass es für einen guten Zweck ist und damit richtig. Ist alles okay. Genau, und wir hauen jetzt nicht ab, wir bleiben ja noch da. Ja, also, das will ich doch meinen. Ich meine, ey, wenn du dir die Ladung einfährst und dann einfach gehst, dann weißt du doch gar nichts mit dir anzufangen. Richtig, deswegen gehen wir jetzt zappeln, oder? Na, aber los geht's. Zappeln. Zappelt Jojo mit, oder was? Oder nee? Na klar. Brauchen wir eigentlich noch eine Tanzmusik? Polka wäre toll. Ich glaube, ja, Polka wäre toll, ne? Ich glaube, die kriegt man sogar frei auf YouTube. Oh, wieder schön einspielen. Wird gemacht. Gut, also Polka. Ja, Drum and Bass, Ambient Polka. Wie auch immer sich das anhört. Kreativ. Passend zu der Gruppe, würde ich sagen. Ja. Also, zappeln. Du musst mal die? Ja, ich wollte nur sagen, ich muss mal die Kremlkrauts fragen, ob sie vielleicht einen Hardhouse-Techno-Remix für uns machen. Nein! Ich werde doch mal was. Kannst du doch selber machen, ist doch Creative Common. Er steht auch wieder, soll ich vielleicht mich mal hinsetzen. Viel Spaß. Okay, ja. Danke. Genau. Was war zappeln war. Genau, wir bleiben also noch ein bisschen da. Ich weiß nicht, ob dann Jojo irgendwann einfach nur schlafen will. Also nach der Kokosschale ist mit Schlafen aber jetzt nicht mehr so viel. Alles klar. Ich werde dann auch irgendwann Boris noch fragen, ob er mir noch ein Zwo-Kremmer-Speed mitgeben kann oder so, damit ich morgen auf der Arbeit nicht irgendwie einfach mal dann umfall. Zur Not hat Jojo sowas auch noch für dich. Moment. Achtung. 2 Gramma Speed, ja. Sagst du ihm, damit du auf Arbeit nicht umfällst? Nee, ich sag ihm nur, dass wir morgen noch in Moskauer Zoo gehen wollen, vielleicht. Dann kriegst du mit. Yay! Danke. Also hättest du gesagt, dass du arbeiten gehst, da hättest du es nicht bekommen, das geht nicht. Das dachte ich mir schon. Der hätte sich erstmal gewundert, was ich mit Arbeit überhaupt mache. Oder richtig. Mein. Ja, dann holla die Waldfee. Irgendwann düsen wir nach Hause so um 5 rum, weil wir das Make-up machen müssen. Ungefähr so sieht es aus, ja. Und wenn wir das Make-up gemacht haben, wird Billy vor Arbeitszeit am Tech Tower ankommen, um die Wi-Fi-Signale von dem Auto und dem Comlink zu belauschen und zu schauen, was da möglich wäre, eventuell. Kannst ja abkürzen. Es sei denn, jemand anderes möchte was in der Zwischenzeit machen. Es tut mir leid. Ich überlege gerade noch. Mama, Hacking und Logik, bitte. Oh, oh. Didi, Moment, ich muss mein Charakterblatt gerade mal nach oben scrollen. Hacking, sagste, und Logik. Okay, also normal. Was habe ich denn? Logik 4, 7 Würfel. Ich habe eine 6 und eine 5, also 2 Erfolge. Ja, fuck you. Okay, was genau willst du abgreifen? Du ich, kannst... Ja. Also nee, letztlich funktioniert das halt so, das kannst du dir aus den gesamten gesammelten Daten dann halt verdiensten. Der kriegt seinen Comlink und das sendet halt an Auto, hier, ich bin autorisiert, mit einem Zugangsschlüssel, der aus irgendwie einer 25-stelligen Zahlenkombination besteht und Buchstaben.
Und dann greift er halt darauf zu, wie auf ein ganz normales Auto, und so verhält es sich auch mit der Plattform. Weißt du, wie ich meine? Ich denke. Das heißt, du kannst, wenn du Mark auf dem Comlink hast, kannst du der Plattform und dem Auto einen Befehl vortäuschen, wenn das dein Wunsch und Wille ist. Pass mal auf, die Firma ist immer dieselbe, ne? Die kommen alle von derselben Firma, die haben alle dieselben Autos. Die gleichen. Ja, okay, es tut mir leid, ja, es tut natürlich, sind ja, die gleichen. Ja, bitte, ich bin Twitcher. Entschuldige bitte, ich ja nicht, deswegen wirst du mir darüber hin verzeihen, dass ich gerade so ein Fauxpas. Ey. Was für Karma. Okay, also, du hast doch gesagt, du willst ins Deutsch beibringen, deswegen dürfen wir doch so Fehler machen. Das habe ich nie gesagt, das kann ich doch selbst nicht. Okay, also wie dem auch sei. Auf jeden Fall würde ich gerne wissen, wie das genau funktioniert. Also sprich, diese Plattform, die von oben runterkommt, wird auch über den Comlink angesteuert. Naja, du kannst dann halt sagen, Plattform, fahr mal so weit runter, fahr mal so weit hoch, mach mal das, bleib mal stehen, hak dich ein. Also wenn die überhaupt erstmal dahin kommen, dann fahren die Plattform von oben runter, fahren mit der Hebebühne hoch zu der Plattform und steigen dann da ein. Genau, und dann putzen sie von oben nach unten das ganze Ding durch. Und mal so eine andere Frage, wäre es möglich, dass man quasi in die Hebebühne einsteigt, dass ich die Hebebühne direkt ohne den Comlink bediene und die Hebebühne runterfahre, wenn da jemand drin sitzt und die letzten Meter vom sechsten Stock bis ganz nach unten mit einem Seil überbrückt wird? Also jetzt nochmal ganz langsam, du kannst... Okay. Wenn du einen Mark auf dem Comlink hast, kannst du einen Befehl vortäuschen, Plattform, fahr jetzt hier fälligst runter, meiner. Oder mach dir das auch, wenn das klappt. Und dann kannst du die letzten 6 Meter mit einem Seil, wenn du das deinen Kletterkünsten zutraust, durchaus überwinden. Es geht jetzt weniger um mich, denn ich werde nicht die Plattform benötigen, um aus dem Gebäude rauszukommen. Verstehst du mich, Schmeiner? Wenn du das der Person zutraust, die das keine machen Ahnung. Soll, funktioniert das. Und ich brauche aber immer grundsätzlich den Comlink dazu. Dann brauchst du einen Mark auf dem Comlink, ja. Und die Bühne, die fahrbare Bühne von oben nach unten, also diesen Korb, ohne den Comlink zu bedienen, ist ausgeschlossen. Na, dann muss... Sagen wir es mal so, wenn denn Jojo da oben sowieso auf dem Dach ist an der Antenne, so denke ich jetzt gerade, wenn sie an dem Dach ist da oben an der Antenne, wäre sie ja auch quasi ein Steinwurf entfernt von diesen Körben, richtig? Der Teil von der Antenne, wo sie ran muss, ist nicht auf dem Dach, sondern im letzten Stock des Gebäudes. Ach so, das aber war schon klar, oder? Ich dachte eigentlich, das nicht so richtig, aber okay. Ja, ich habe dir auch am Samstag die Bilder geschickt. Ihr habt die ganze Zeit jetzt so geplant. Naja, das ist auf jeden Fall auf dem Dach. Habt ihr ja recht. Habe ich mich geirrt, stand hier falsch auf meinem Zettel, hab ich gerade korrigiert. Ja, es ist auf dem Dach. Und Jojo ist ein Steinwurf davon entfernt, da hast du recht. Also wäre es rein, Dankeschön. Entschuldigung. Also wäre es rein theoretisch möglich, dass sie an einen dieser Körbe herankommt von dem Standpunkt aus, wo sie quasi die Wanze angebracht hat, abdockt irgendwann und dann flüchten müsste. Ja, aus dem Steinbruch entfernt, ja. Okay, das heißt, wenn sie quasi weiß ich nicht, ob sie das könnte. Aber ich könnte das Ding eventuell von unten aus ansteuern, damit es von oben nach unten fährt. Wenn du kannst die Hebebühne auch direkt hacken, aber es ist genauso schwer wie das Comlink, das ist das Problem. Relativ schwer. Ja, schon. Du kannst, wenn du einmal den Befehl vorgetäuscht hast, dann hat quasi Jojo dann auch, könntest du ihr auch Zugriffsrechte geben und dann kann sie selbst sagen, fahr hoch, fahr runter. Das ist dann eine einfache Konsole, die jedes Schwein bedienen kann. Ja, es geht nur ums Runterkommen. Im Endeffekt, wie ich jetzt gerade denke, ist halt einfach nur, damit sie nicht mehr durch das ganze Gebäude durch muss mit den ganzen Sicherheitswachen, sondern dass sie halt wirklich quasi einfach nur den Typen ausnockt, oben auf dem Dach die Wanze anbringt, wir unten Mayhem veranstalten und wenn dann alles rum ist, quasi die Wanze abdockt, an den Korb reinspringt, dann runter, letzten 6 Meter dann springt, nein, natürlich nicht, aber mit dem Seil sich runterlässt und dann tschüss. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Korb arschlangsam ist. Das macht ja nichts. Ich sag das nur. Na, sagen wir es mal so, es wäre eine Möglichkeit, wenn die anderen Wege verbaut sind, aber du sitzt da natürlich voll auf dem Präsentierteller. Es wäre nicht ihre erste Wahl, da wäre, glaube ich, das Gebäude eher ihre erste Wahl, weil wenn da irgendeine Drohne kommt und anfängt zu schießen oder was auch immer, dann ist sie tot. Da kommt sie nicht weg. Okay. Okay, das wäre dann einfach nur mal eine Idee gewesen. Alles klar, dann, wenn Billy fertig ist, dann wird sie irgendwann zur Arbeit gehen. Was du dir aufschreiben kannst, du kannst zu einem späteren Zeitpunkt, da du jetzt die Com-ID hast, dir immer noch einen Mark holen, falls du es brauchst. Hm? Dankeschön. Gut. So, das war das. Wer will als Nächster?
Na, wir werden arbeiten gehen am nächsten Tag. Achso, ihr werdet arbeiten gehen. Ich beschränke euer Arbeitgehen auf Folgendes. Ihr geht arbeiten. Der Tag beginnt für Jojo damit, dass sie sich einen fetten Anschiss von der Chefin holt. Denn hat sie irgendwie, war sie autorisiert, vor der Kamera zu stehen? Nein! Bildet sie sich vielleicht ein, irgendwie ein kleines Showgirl zu werden, dann sollte sie fett mal sich woanders anstellen. Noch so ein Ding und sie fliegt raus und die erste Zahlung wird ausgesetzt. War verständlich, ne? Ja, sie steht da mit gesenktem Kopf und fährt ihren Anschiss ein. Gut. Ist und zwischendurch dann, mal kurz davor. Du bist vor irgendwas kurz davor, dann machen wir uns das ja schon. Moment. Drei. Mist. Also sie ist kurz davor, was zu tun? Kurz davor, den Kopf zu heben und irgendwie eine etwas unbeherrschte Antwort zu geben, besinnt sich dann eines Besseren. Lässt ja, ich auch nicht. Gut. Und den Rest des Tages arbeitet ihr halt in gewohnter Manier. Mit ein bisschen mehr Koffein. Jojo hängt sich übrigens noch ein bisschen mehr an den Heimwerker-Typen ran. Also, wenn sie die Gelegenheit hat. Geht so mäßig. Okay, ich nehme das zur Kenntnis. Gut. Kriegt sie eigentlich, wenn sie ein bisschen aufpasst, mal irgendwas von seinem Drogenkonsum mit? Oder über seinen Drogenkonsum? Ja, er hat Toilettenpausen, die Frequenz ist etwas merkwürdig. Und die sind dann doch sehr schnell vorbei. Und er kommt mit so krasser Laune raus. Also nicht krass gut, sondern krass und ja. Kriegt sie auch irgendwas mit, wo er oder wie er seine Drogen hat, wo er sie hat? Wirf mal bitte Gebräuche. Nee, warte, wirf bitte den Skill Gebräuche und den Skill Beschatten. Meister, du machst mich fertig. Nee, das ist ja, Beschatten gibt's ja nicht mehr, es gibt ja nur Sneaking. Also Sneaking und hier Gebräuche. Was waren das? Sneaking, Moment, ich muss mal suchen. Ich hab's doch, da hab ich's. Zwei. Na, kann ich sogar mal dagegen würfeln, das lohnt sich ja mal. Ja, also seine Drogen sind in seinem Spind. In seinen Wechselschuhen, in der Sohle. Okay. Das bedeutet, wenn da mal irgendwas mit passiert, sind die unbrauchbar, ja? Das ist anzunehmen. Steht da irgendwas in der Nähe, dass so zufällig was, eine Flasche Wasser da drauf fallen könnte oder so? Auf den gesamten Spind von allen Leuten, der sehr hoch ist und dass dann so viel Wasser ist, dass das durch die kleinen Ritzen im Metall nach innen läuft und seine Schuhe durchnässt? Verdammt. Ja, also ich meine, du hast so einen riesigen Wasserspender, den kannst du ja einfach mal kurz hochheben und dagegen schmeißen. Das könnte gehen. Mist, der hat es bestimmt in irgendeinem Päckchen. Es könnte aber aufgehen, das Päckchen. Oder naja, dann muss ich erstmal seinen Spind aufbrechen. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Das oder? Vor allem immer ein paar Leute da in der Nähe. Also, ne? Ja, das Scheiße. Aufbrechen ist nicht so das Problem. Ist ein Schloss. Ah, nee, was hast du gesagt? Keycard ist es. Ja, ist nicht so das Problem, aber. Das wäre nicht das Problem. Ja, aber es sind halt immer so Leute da. Scheiße. Gibt's. Also, wenn. Natürlich geht das immer nur in irgendwelchen Pausen oder in irgendwas anderem oder wie auch immer. Mal eine Gelegenheit, dass keine Leute da sind. Gibt es da irgendwelche Zeiten? Würfel mal bitte Edge. Das ist ein Wurf, den ich mag, aber ich habe nur einen Erfolg. Naja, der Bereich ist zu gut einsehbar vom Pförtner her. Also wenn du einen längeren Moment hast, wo der Pförtner nicht da ist, und es gibt so Zeiten, wo da halt gerade niemand ist, dann ist es möglich, aber ja, es ist schon kompliziert. Das dauert ja doch ein bisschen. Okay. Mist. Irgendwie muss ich ihm doch sein Zeug abspenstig machen. Naja, da wird sie nochmal gucken müssen. Aber das ist zumindest schon mal eine gute Möglichkeit, um die Drogen reinzukriegen. Ha! Wir können das so ahnen, wir können es nicht austauschen. Scheiße. Du musstest dann dem wirklich einfach mal unter die Nase heben, quasi, weil du musst mal hingehen und sagen, Junge, das Zeug, was du nimmst, ist, glaube ich, nicht so gut. Man kann auf jeden Fall hingehen und sagen, pass auf hier, Junge, das Zeug, was du hast, das reißt nicht wirklich was raus. Ja, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das wäre jetzt meine zweite Wahl gewesen. Die erste du gehst Wahl also aufs Männerklo und sagst ihm, Junge, Junge, ja, Junge. Genau. Nö, wenn er rauskommt einfach. Komm, Alter, wenn er rauskommt, sagst du einfach mal, Alter, Zeug, was du da konsumierst, das ist nicht so der Burner. Irgendwie gehst du zu oft aufs Klo. So würdest du es machen, alles klar. Jo, kann ich nur sagen. Ja gut, aber das können wir jetzt heute eh noch nicht machen. Nö. Das bringt heute nichts. Das führt dann am Tag des jeweiligen, des bestimmten, da spielt es eine Rolle. Vorher müssen wir erstmal noch was mit den Typen rauskriegen und das muss Lexi machen. Also Mahina. Naja, also vom Prinzip her wollte sie das ja Billy sagen. Billy hat ja schon irgendwas getan. Warte, hab ich. Achso, ja, hab ich? Die Daten hast du ja schon von der Tussi. Hab ich? Ja, die hat Billy doch direkt weitergegeben, oder? Hab ich das falsch verstanden? Hat ich so nicht mitgekriegt, aber dann hat sie das auf jeden Fall durchgeguckt, klar. Damit du halt mit der Tussi reden kannst, gegebenenfalls.
Ja, wobei ich nicht weiß, wie weit uns der Plan wirklich voranbringt. Also klar kann ich versuchen, mich mit der Tussi zu connecten, aber... Na, insofern, als das Jojo braucht ein Projekt, dieses Projekt, was er die ganze Zeit machen will, das ist das, worauf er richtig Bock hat. Wenn Jojo ihn dazu kriegt oder Billy ihn dazu kriegt oder wir ihn dazu kriegen, dass er damit anfängt, das durchzuziehen, dann wird er davon so hoffentlich so begeistert sein, dass er quasi unser Schlüssel ist, an dem Tag länger da zu bleiben, weil wir das nur dann können, wenn wir... Ja, das Grundprinzip habe ich schon verstanden, aber ist das dann nicht einfacher, wenn du eh gerade bei ihm bist, ihn einfach mal zu fragen? Nee, ist es nicht, weil es zufälliger wirken muss. Und weil der Typ jetzt auch nicht unbedingt, ne? Ihr erinnert euch an letztes Mal, es war anstrengend für mich, ihn zu spielen. Also ich sag mal, es kommt wesentlich geiler, wenn diese Connection kommt wesentlich geiler, wenn Jojo das vorher weiß, das Gespräch darauf lenken kann und das dann quasi so aussieht wie, boah geil, wir finden beide dasselbe gut, weißt du? Okay. Als wenn sie das fragt und das darüber rauskommt, weil das ja, ich kann mir von der Expo auf jeden Fall mal die Daten angucken und mal gucken, wer die ist und wo die ist und wo die sich rumtreibt und mal versuchen, ob ich mich irgendwie mit der, ja, ob ich die irgendwie treffen kann oder ob ich eine Nummer von der habe oder so. Nummer hast du auf jeden Fall. Boah, jetzt brauche ich Hintergrundzeug. Warte, ich bin ganz kurz. Bitte mal kurz Jeopardy einspielen. Scheint die Sonne so warm, klemm ich Papier unter. Okay, sie ist gerade, schön. Es gibt ja gerade das Staffelfinale von Blutsbande, dieser großartige Soap, die alle lieben. Und da ist sie gerade am Requisiten machen mit ganz groß dabei. Das schreibt sie auch auf ihrer Show Yourself Plattform, also was wie Facebook, bloß noch geiler. Und bitte Fuckbook. Fuckbook. Okay. Fratzenbuch. Und da ist sie auf jeden Fall gerade zugange. Da weiß man auch, wo das ist. Das findet in Sokol, in Nordsokol statt. Und du weißt auch, wann sie dann immer Schluss hat. Und das macht ihr wohl auch gerade Spaß. Sie selbst findet die Serie eher, ich sag mal, ermüdend. Aber sie hat halt Spaß an dem Bühnenbild, weil das halt ein bisschen anspruchsvoller ist, weil sie gerade diesen Noir-Touch reinbringen wollen. Okay, wobei mir auch gerade was anderes einfällt. Also ich bin nicht Billy, was Matrix betrifft, aber ich bin OT auch kein Hacker und kann zumindest Google nutzen. Er hat doch bestimmt eine Fanseite, oder unser Heimwerker King? Ja, na klar. Ich verbringe Zeit auf der Seite und da Menschen, die sich für andere Menschen begeistern können, ziemlich viele Dinge rausfinden. Ich gucke doch einfach mal, ob ich nicht irgendwo in dem Forum untergegraben irgendwas finde. Da gibt es doch bestimmt auch Spekulationen darüber oder Informationen, was für ein Projekt oder wie auch immer. Mach mal bitte Datensuche und Intuition. Datensuche, ich kann nur Computer bieten, befürchte ich. Dann Intuition minus 1. Moment. Na, wenn wir die recht haben. Entschuldigung. Sage und schreibe ein Erfolg. Ja, es gibt verschiedene Spekulationen. Die einen vermuten, es hat gar nichts, also die größten drei Hauptströmungen sind. Es hat überhaupt nichts mit Heimwerken zu tun. In Wirklichkeit hat er sehr kunstvolle Figuren allein mit seinen Zähnen geschaffen, mit Kaugummi, also quasi ein Kaugummi-Kau-Figurenkünstler. Die zweite große Riege ist, es hat etwas mit Holz zu tun, und zwar hat er die Schlacht von Kursk, sowohl die als auch die Schlacht bei Waterloo bei Napoleon mit Holzfiguren nachgestellt, in maßstabsgetreu. Also es war auch dann sehr groß, weil natürlich entsprechend viele Menschen platziert werden mussten und anderes Gezeugs. Die dritte ist, bei der man jetzt merkt, dass es die sein muss, weil ich da so lange überlege, ne? ist die Betten, ne? Also das quasi er sich sehr lange und intensiv mit der Beschaffenheit von Matratzen beschäftigt hat und die optimiert an gewisse Schlaftechniken, auch den, ja was denn, auch Metamenschen angepasst, obwohl das ja nicht so zu Zenit passt, was aber wiederum mal Sinn ergibt, denn deswegen darf er es ja nicht zeigen, weil Metamenschen ist ja dort nicht so, dass da quasi Matratzen sein Augenmerk sind. Mhm.
Wenn man das jetzt ein bisschen weiter verfolgt und in diese drei Richtungen weiter recherchiert und guckt, kommt man da bei irgendeinem Punkt zu irgendwas Schlüssigerem? Jede Theorie kann durch gewisse Punkte in Sendungen oder in einzelnen Kommentaren auf Twitter oder was es auch immer da gibt, natürlich fundiert werden, bis zu einem gewissen Grad. Allerdings endet sowieso das meiste in Fanflaming gegenseitig. Wenn ich so eine Infos rausziehe, dann, auch wenn sie Mutmaßungen sind, mit ne, Mutmaßung Doppelpunkt, werden diese Infos auch weitergeleitet an Jojo und Billy. Und denkst dran, die kriegt ihr erst am Ende eures Arbeitstags, ne? Mhm. Wobei ich ja schon abends dann damit angefangen haben kann, wenn ich von Billy Daten gekriegt habe. Ach so, stimmt. Ich habe ja nichts zu tun und bin ja nachtaktiv, von daher. Stimmt, dann könnte die noch... Ja, aber um es einfacher zu gestalten, sind die euch wohl nicht... Achso, ihr wart nachts auf Party und dann musst ihr die sofort los auf Arbeit. Ihr habt das nicht mitbekommen. Na, gut. Vielleicht sehen sie es ja in der Pause irgendwann. Da haben sie keinen Zugriff auf ihren Comlink. Billy ja schon irgendwie, Billy oder? Ja schon, du hast vollkommen recht. Du kriegst die Daten. Verzeih. Danke. Achso, willst du noch ein paar der Nebenstränge haben, die es so gibt an Vermutungen? Sag mal bitte nein. Nein, aber also Mahina wird sich die Infos auf jeden Fall ziehen und wird sich da durchgraben und durchs Forum wühlen und alles Lampen, über den Heimwerk Lampen, doch, eins war Lampen. Man braucht für jede Atmosphäre und auch für jeden Raum, den man irgendwie bewohnen will, braucht man spezifisches Licht. Und braucht man auch nicht nur eine Lichtquelle. Das ist der Fehler vieler Leute, die denken quasi, mit einer Lampe ist mein Raum hell, aber du willst deine Stimmung erzeugen. Und da brauchst du ganz verschiedene Beleuchtungen mit verschiedenen Winkeln auch, mit verschiedener Dimmung und allem. Farblich muss es auch passen. Und natürlich auch selbst der Lampenkörper sollte eine gewisse Ästhetik haben. Auch da hat der Typ, wie auch immer der Name war, hat sich da in einigen Sendungen hervorgetan durch profundes Wissen. Okay. Und so weiter. Naja, Mahina leitet es weiter in der Hoffnung, dass es Jojo irgendwie erreicht und sie vielleicht über Ausschlussverfahren ihr das auch irgendwie weiterhilft, wie auch immer. Ja, Billy wird Informationen weiterleiten. Wie? In der Pause besprechen? Ja, wir müssen das im mündlichen beim Toilettengang. Wollt ihr das vielleicht in-game machen? Dann haben wir jetzt nicht so ein Dingsteil. So ein was? Dann haben wir nicht so ein Outgame-Teil. Mach doch mal weiter, jetzt in-game, ja! Das würde jetzt voraussetzen, dass ich genau wiedergeben kann, was wir gerade besprochen haben. Ist das richtig? Oh, Leute! Ach, schön. Okay, Billy gibt die Infos an Flummi. Jojo, tut mir leid, ist weiter. Du hast ja recht. Ich hab's mir auch nicht gemerkt, Alter. Wenn ich loslege, dann ist auch... Dann kommt von Billy die Frage, von Jojo die Frage, hat sie jetzt mit der Frau gesprochen? So wie ich das verstanden habe, hat sie nicht mit der Frau gesprochen, nein. Warum nicht? Bin ich Jesus? Wächst mir Gras aus der Tasche? Schreib mir mal, sie soll mit der Frau sprechen. Ja, Billy schreibt. Das als Antwort zurück, kann ich machen, aber erst wenn sie Feierabend macht. Die arbeitet gerade. Ja, die arbeitet gerade. Die muss warten, bis sie Feierabend macht. Ja, dann soll sie es machen, wenn die Feierabend macht. Ja, dann macht das, wenn sie Feierabend hat. Leute, das ist die beste Konversation, die wir je hatten. So scheiße. Stille Post, weißt du? Ob auch wirklich so alles ankommt, vor allem Billy mit dem Apes, ne? Die vergisst. Am Ende steht da nur Pimmel und Pansen. Über was reden wir gerade wieder? Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin ja sowieso, Billy ist ja eh drauf, wie Harry wahrscheinlich gerade. Immer noch? Ah ja, die hat gekokst gestern Abend und dann hat sie sich wahrscheinlich Zeug nochmal eingebaut, damit sie wach bleibt. Speed. Ich hab ja gesagt, oh Gott, Alter, speedet. Du die bist macht schon richtig gut im Network drin. Alter, weißt du, in was Wort bin ich drin? Im Network, also dort in der Sendeanstalt hast du dich jetzt so gut eingefunden. Ja, doch, natürlich. Auf jeden Fall ist, wahrscheinlich macht sie gerade das most accurate Make-up. Ich wollte auch gerade sagen, ne? So ein bisschen die Kai-Verliebtheit. Alter, die wird sich da austun, mein Freund. Die wird gar nicht mehr runterkommen von lauter Schminkerei. Oh Gott. Die ist drauf. Warte mal, können wir dich rausschicken? Jetzt warten Sie mal. Ach Mensch, ihre Haut hier. Ich schwitze auch ein bisschen. Ist wieder so warm hier. Die eine Wimper, die muss noch gebogen werden. Ich reiß die Ihnen jetzt raus. Und wissen Sie, was Sie da haben? Das ist eine Wimper. Okay. Das erste Mal, dass es keine Warze ist, schön. Nee, es war eine Wimper. Weil wir haben. Macht mich Warten. Fertig, jetzt schwitze ich auch ein bisschen. Hast du gespeedet? Nein, nee, würdest du nie tun.
Wir haben schon wieder, ich muss jetzt wieder am Outro, muss ich wieder sagen, die White Russian unterstützen keine Drogen. Ich möchte das jetzt auch nochmal ganz klar hier sagen. Wir machen das nur, weil die Waffen der Frauen mit Vergiften zu tun haben. Und was ist besser als in einer Fernsehanstalt? Na, ist doch so! Die Waffen, wir können ja nichts, wir haben ja nichts drauf, die Mädels. Die haben mit Vergiften zu tun. Richtig. Ach, schön. Wir können ja nur vergiften. Also bitte, liebe Zuhörer, versteht das nicht falsch. Wir sind einfach nur typische Frauen, die ihre Männer und alles um sie herum vergiften. Die White Russians haben nichts gegen Giftmischerinnen. Die White Russians vertreten aber auch nicht das Vorurteil, dass alle Frauen ihre Männer vergiften. Aber die White Russians sind offenbar der Meinung, Frauen können nichts außer Gift mischen. Ich meine, das richtig. Ist auch schön. Richtig. Und wer ist die beste Bestätigung dafür? Du, lieber Spielleiter. Was? Du hast gesagt, du bist die Frau in dieser Runde. Ja, Touché, das ist aber auch leider richtig. Gut, weiter geht's. Ihr habt Nachrichten hin und her geschickt, die ihrem Sinngehalt wirklich außerordentlich waren und das Ganze nochmal ganz schön nach vorn getrieben haben. Mhm. Uns mit Koffein gedopt, damit wir den Tag überstehen. Und Alter, bei Jojo wird's trotzdem schwierig. Mhm. Billy trinkt garantiert keinen Kaffee. Die schwitzt ja eh schon alles aus momentan. Die muss hydrieren. Die braucht auch keinen Kaffee, das ist der Unterschied. Wenn die jetzt noch einen Kaffee nimmt, dann ist dein Herzschlag ungefähr irgendwo beim Eichhörnchen, wenn's Red Bull sich einfährt. Sehr gut. Mhm. Also in 2 Tagen könnt ihr den Run einfach nicht machen oder in 3 oder was auch immer das ist, weil ihr einfach schon zu fertig seid. Sehr gut. Nein, Jojo kann jetzt ja schlafen. Das ist ja der Plan, aber richtig lange, ne? Mhm. Naja, immerhin ein bisschen. Und das Speed nehmen wir uns, wir müssen uns noch überlegen, wie wir es reinkriegen. Was? Bodendrogen, haha! Muschidrogen hast du das letzte Mal gesagt. Ja, Muschidrogen, ja, stimmt. Passt. Wir müssen schon wie was reinkriegen. Fotzen-Coke. Jupp. Das ist dann kein Nova-Coke. Das ist was ganz Neues auf dem Markt. Das riecht aber fischig. Nee, das darf nicht riechen. Wenn was fischig ist, dann ist es schlimm. Ja, ich weiß doch, aber es ist halt für den Witz toll. Tut mir ja leid. Es riecht nach der Dorschsuppe, die Matrioschka hier aufgetischt hat. Es riecht sauer. Können wir uns darauf vielleicht einigen? Hauptsächlich, ja, es riecht hauptsächlich sauer. Naja, wobei, Okay. Sie hat es ja immerhin, das ist ein kleines Tütchen. Das Tütchen ist in einem kleinen Kondom drin und dann passt das wieder, weißt du. Da bindst du dann noch ein Fädchen dran, damit es nicht zu weit reinrutscht und dann läuft es. Können wir uns bitte auf Überraschungseihülle einigen? Die rutscht aber nicht so weit rein, die kriegst du auch nicht mehr richtig raus, Mensch. Dann machst du halt ein Seil dran, mein Gott. Das ist so ein Schiffstau. Hallo. Außerdem ist das wieder zu groß, das könnte unangenehm werden im Laufe der Zeit. Oder angenehm. Oder angenehm, aber das ist auch nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Ich sag nur, Jojos Ding rapappelt. Mach weiter. Ruf mich an. An. Okay, Hammers? Sorry, ja. Geht weiter. Ich bin auch wieder soweit. Was war gerade der Fall? Beim Stück reden. Mösendrogen. Wir arbeiten, das war der Fall. Wir versuchen jedenfalls. Ja, mehr schlecht als recht. Also nein, wir bemühen uns selbstverständlich gut zu arbeiten und Er war stets bemüht. Ist der Spielleiter jetzt tot oder bin ich disconnected? Ich bin noch absolut da. Ich warte Okay. Und mach gerade nebenbei und alles und Möchten wir dann mit dem Gespräch zwischen Machina und der Frau weitermachen? Eventuell? Die ja immer noch arbeitet, von daher kann ich das noch nicht machen, also seid ihr dran. Na, es böte sich an, das einfach zu springen, weil deren Tag birgt jetzt keine Besonderheiten mehr, außer dass man, wie gerade vielleicht offensichtlich wurde, dass sie nicht zurechtkommen. Nö, vor allem ich nicht. Ja, wenn sie gerade so viel über ihr Leben schreibt und wo sie ist und was sie macht, dann versuchen sie irgendwo einen Feierabend abzufangen. Und zwar macht sie dann immer noch nach Feierabend kurz mit einem Kollegen, den sie auch ein bisschen schnockerlich findet, halt an einem kleinen Kaffeestand. Gleich um die Ecke und hat es sich auch, weil sie nämlich sowas von altruistisch ist, in Klammern, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, zur Angewohnheit gemacht, nachdem der Typ dann weg ist, sich noch ein bisschen mit dem Kaffeeverkäufer zu unterhalten, weil er ja auch, weißt du, er muss ja ein hartes Leben im Winter draußen stehen, in der Kälte, Kaffee, das ist ja auch nicht schön. Nee? Auf jeden Fall ist da halt immer relativ easy, weil da ist sie auf jeden Fall, da bleibt sie stehen, da ist sie quasi in Quatschlaune und hat Feierabend und ja. Dann würde ich versuchen, genau den Augenblick abzupassen und wenn sie da Kaffee kauft, mir auch einen zu holen. Gut. Ja, ich muss den Bla nicht näher beschreiben. Es ist halt irgendein Typ, der Kaffee kauft. Bam. Und ja. Ja, einen Schluck trinken und zur Seite gucken. Ich habe ja auch ihren Namen, nehme ich mal an. Klar. Ja, warte. Also ihr Ex-Gatte nannte sie immer Principessa.
Aber sie heißt Ala Tinochka. Entschuldigung, sind Sie nicht Ala Tinochka? Sie mal so ein bisschen fragend angucken, freundlich lächelnd. Sie greift kurz so mit der Hand an ihren Hals, wirkt etwas überrascht. Ja, die bin ich. Wieso? Also OT, ich hatte auch von Billy Ausschnitte gekriegt aus den Medien, also die ist durchaus in der Zeit, wo sie mit ihm zusammen war, auch präsent gewesen, oder? Ja, durch ihn manchmal, wenn sie auf irgendwelchen Veranstaltungen waren oder wenn sie halt gezeigt wurde in einem Bildbeitrag von wegen, ja, und das ist die Frau von dem Drogi, dann ja. Schon, aber sie hat selbst halt keine eigene Medienpräsenz gehabt. Okay. Ich habe sie schon gesehen. Machen Sie nicht auch gerade das Bühnenbild? Und also ich meine, Sie sind doch eine bekannte Persönlichkeit. Natürlich erkenne ich Sie. Bekannte Persönlichkeit. Nicht so richtig. Aber ja, ich mache hier gerade das Bühnenbild. Das haben Sie ganz richtig. Woher wissen Sie das denn? Ich habe das ein bisschen mitverfolgt und mir auch das jetzt gerade, dadurch, dass das ja die Jubiläumssendung ist und naja, das ließ sich ja durchaus auch in den Medien vernehmen, dass da jetzt eine doch sehr hochrangige Person ist, die da einen etwas neuen Touch reinbringt. Ja, jetzt, also hochrangig jetzt mal auf dem Teppich bleiben. Ich meine, ich bin ja noch gar nicht so lange in der Branche, aber es macht mir auf jeden Fall super viel Spaß und weiß gar nicht, wenn Sie uns so interessiert sind. Ich habe jetzt auch tatsächlich da mehr Aufgaben bekommen. Super spannend. Also jetzt mal so. Ich denke, die Bühnenbildner sind schon hier auch die meiste Kompetenz haben bei dem ganzen Ding. Weiß nicht, haben Sie die Serie mal gesehen? Wenn ich ehrlich bin, ist das Ambiente der Serie das Einzige, was sie wirklich sehenswert machen würde. Sie lächelt so ein bisschen verlegen. Ja, also, es ist wirklich, also die Dialoge, die Mimik, das geht nicht. Aber wenigstens haben wir jetzt einen schönen Hintergrund. Ja, so ein Rahmen und so ein Ambiente, das erzeugt wird, trägt viel über vielleicht die ein oder andere nicht ganz so hochrangige Darstellung hinweg. Ich kann das nur hoffen. Auf jeden Fall. Es ist halt so eine Zwischenstation. Ich habe jetzt auch nicht vor, das immer zu machen. Ich weiß nicht. Sind Sie auch irgendwie zufällig in der, weiß nicht, Filmbranche oder so? Das jetzt nicht unbedingt. Ich bin interessiert und Ach so, eher so im Hobbybereich. Sie nickt. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie erkannt und musste sie jetzt einfach ansprechen, auch wenn es vielleicht etwas unhöflich wirkt. Nee, es ist schon okay. Also ich meine, es ist mir schon ein bisschen peinlich, aber ich bin es ja nur auch noch gewohnt. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis und ich freue mich da auch. Ja, richtig. Sie waren mal verheiratet mit dem... Ach, warte, ich muss jetzt nochmal ganz kurz den Namen, das geht so nicht. Wir können ihn die ganze Zeit den Typen nennen, da wissen wir den Namen nicht. Ich hätte jetzt gesagt, Inplay auch dem Heimwerkerkönig. Achso, ja, warte, er heißt Mitrofan Gromov mit dem Heimwerkerkönig, sagst du. Ja, genau. Ist doch schon ganz schön lange her. Sie hat so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Also kein bitteres Lächeln, sondern schon irgendwie so ein leichtes Lächeln. Ja, das geht ja genau in die Richtung, wo auch so meine Stärken drin liegen. Da würde ich gerne nochmal genauer versuchen, da noch mehr rauszuziehen und sie da so ein bisschen in die Richtung zu verwickeln. Show me your wolf, please. Yes, your. Oh mein Gott. Schauen würde ich das jetzt wirklich gern. Das sind tatsächlich 4 Erfolge. Warte. Ich hab's gleich. Ah, okay, verkackt, egal. Sie sieht. Also, ihr Gesichtsausdruck hat was leicht melancholisches. Sie scheint schon irgendwie bei dem Zurückerinnern, was ja zwangsläufig in der Situation der Fall ist, schon auch freudig auszusehen, beziehungsweise du siehst kein Bereuen zumindest in ihrem Gesicht. Eher und Wehmut. Nee, Wehmut auch nicht. Es ist auch nicht, dass es ihr irgendwie egal ist oder so, sondern es ist einfach so ein, sie ist mit sich im Reinen offenbar bezüglich dieses Dings.
Ich muss ja sagen, sie haben damals wirkliche Stärke bewiesen und es zeigte doch, dass da ein ernsthaftes Gefühl hintergesteckt hat. Also viele Paare in der Öffentlichkeit zerfleischen sich dann ja hinterher in den Medien und... Ja, ich glaube, da hat man auch einfach einen falschen Eindruck oftmals. Also ich glaube, das wird viel mehr von den Medien aufgebauscht und die meisten gehen sich da gar nicht wirklich an die Gurgel und da wird nur irgendwas draus gemacht, was vielleicht gar nicht gesagt wurde und so. Und einer schreibt, schreiben das alle und ja, also eigentlich läuft das ja nicht so. Glaube ich zumindest. Dennoch bin ich der Meinung, wenn man ein bisschen die Impulse in die Richtung gibt, dann hat die Medienwelt was, womit sie arbeiten kann. Und in ihrem Fall scheint es ja nicht der Fall gewesen zu sein. Ich sag mal so, es kommt natürlich auch immer drauf an, wie gut die Öffentlichkeitsarbeit ist, wie gut die Anwälte sind. Aber ja, es gab da eigentlich nichts. Das kann man schon so sagen. Hat man also rein auf Play gefragt, aus dem, was mir Billy jetzt gegeben hat, ist daraus erkennbar gewesen, weshalb die sich getrennt haben? Oder war es der Klassiker der VIPs, unüberbrückbare Differenzen? Das habe ich dafür vorhin eine Probe verlangt? Nee, du hast von mir keine Probe verlangt. Schmeiß mal bitte kurz nach. Datensuche nochmal. Ich lass mich gerade mal eben wieder auf mein Blättchen schauen. Das war... Datensuche und Intuition meiner. Du, ich habe gar keine Datensuche irgendwie auf meinem Blatt stehen. Klar, hast du Data Search? Nein. Junge. Ich hab Software, Computer, Läuft das Tasking, nicht auch Tracking. Anders jetzt? Weil ja, Logik und anders. Intuition oder so? Das läuft anders. Weil ich hab das keine... läuft doch über Logik und Intuition, oder vertue ich mich da jetzt? Ach, warte, ich werfe jetzt einfach irgendwas für dich, was 8 Würfel sind und damit ist es sowieso egal, was es wäre, weil es immer das gleiche sind. Ich Bam, hier, du hast tausend Erfolge und ich guck da mal ins Regelwerk, wenn wir fertig sind. Also, was Billy hat, die Gerüchte sind stark. Und es scheint wohl auch, ich fange mal anders an. Bei der Hochzeit gab es wohl das Gelöbnis, dass er clean werden wolle. Und er hatte auch einen Reha-Aufenthalt. Und am Ende der Heirat war sein Konsum für die Öffentlichkeit auch wieder sichtbarer. Reicht das? Okay. Es ist schade, dass er nicht die Stärke hatte. Ja, was heißt Stärke? Ich meine... Er hatte halt immer seinen Traum und seine Ideen und der ist halt mit immer wieder auf die Schnauze geflogen beim Sender. Also ich glaube, er hätte halt einfach nicht ins Fernsehen gehen sollen. Das war nix. Und aber was für eine Idee ist es denn, dass er damit jedes Mal, also ich meine, er hätte doch bestimmt Quoten gemacht, oder nicht? Ja, das haben wir einfach nicht gesehen. Das ist eigentlich super, ist ein bisschen süß. Also ich habe ihn damit auch kennengelernt und es war schon irgendwie schön. Er hat Holz tatsächlich bearbeitet, Holz oder Styropor, also festen Styropor. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, da kann ich mich jetzt nicht so aus. Baustoffe sind da nicht ganz so, ich bin eher so der Designer-Part. Und er hat da mit möglichst großen Geräten möglichst kleine Figuren gemacht. Also mit einer Kettensäge, einmal mit einem Presslufthammer auf Beton gehackt und dann irgendwie so ein kleines Männchen, so ein Bahnfahrer gemacht. Das war schon irgendwie cool, aber das fand der Sender halt nicht. Das ist halt kein Heimwerken, damit können die Leute nichts anfangen. Das ist halt eher eine Kunstrichtung. Ich glaube, er hat da auch noch ganz viele seiner Machwerke da auch stehen. Ich glaube, er hat lange Zeit da auch nichts mehr gemacht in die Richtung. Also als wir da auseinandergingen, war da schon gar nichts mehr damit. Das war echt schade, weil das waren richtig, richtig coole Dinger. Aber es ist doch tragisch. Im Grunde genommen ist er dann ja auf der handwerklicheren Ebene ebenso eine Künstlerin, wie Sie es sind. Tragisch. Ich verstehe den Sender nicht. Warum haben Sie da nicht die Möglichkeit, wenn es nur die letzten 10 Minuten wären, so die Heimwerkerkunst, das hätte man vermarkten können. Ja, aber... Also das kann ich vom Sender her, kann ich das verstehen. Also wer interessiert sich für diese, also Kunst ist immer so eine Geschmackssache und wenn es dir nicht gefällt, dann gefällt es dir nicht. Und das kann niemand nachmachen, deswegen braucht man es auch nicht zeigen. Man kann es höchstens als die eigene Kunst verkaufen und ob ein Künstler was wird oder nicht, hängt ja sowieso eigentlich nur von den Connections ab. Ja, das ist richtig. Vielleicht hätte er sich eher bei irgendeiner Galerie vorstellen sollen.
Wahrscheinlich haben sie recht und es war ein Fehler, ins Fernsehen zu gehen. Naja, das war ja dann auch, er hat sich da immer ein bisschen unsicher gefühlt mit seinem Zeug, was er da gemacht hat. Und ja, die Drogen haben ihm da halt eigentlich genau das Gefühl gegeben, dass er da halt doch das richtig gut kann und dass es richtig toll ist, was er da gemacht hat, was ja auch einfach so war. Und dann halt immer hingegangen mit seinem Zeug und die haben es abgelehnt und fanden das nicht gut. Und das war natürlich dann einfach der Tod. Da hat er sich dann noch viel mehr eingeschraubt, um da irgendwie zurechtzukommen. Und das war echt, das war nicht schön. Das kann man auch einfach irgendwann nicht mehr so mit ansehen. Ja, wenn man eine Person liebt und man sieht, wie die langsam vor die Hunde geht und man kann nichts dagegen tun, das ist eine echt beschissene Position. Aber letztendlich ist es doch in einem guten Verhältnis mehr oder weniger auseinandergegangen. Sie haben doch noch Kontakt. Nee, tatsächlich nicht mehr. Also ich konnte es nicht mehr irgendwann. Und er war dann auch zu stolz, da nochmal Kontakt zu suchen. Von daher ist da jetzt echt, also ich meine, wir haben ja jetzt auch nicht irgendwie Bad Feelings oder sowas, wie ein gewisser Herr Düss sagen würde. Nein, also wir haben da jetzt auch nicht irgendwie... Arschloch. Musste nochmal. Also wir sind da nicht irgendwie im Bösen auseinandergegangen oder so. Und der ist auch nie wirklich ausgerastet oder irgendwas. Aber wir haben jetzt auch tatsächlich keinen Kontakt mehr. Nun, vielleicht eine Phase, die, ja, sie in ihrem Leben sicherlich auch geprägt hat und ihn vielleicht auch. Und wer weiß, was die Zeit noch bringt. Aktuell sind sie ja eh gerade ziemlich eingespannt in Arbeit. Und ich denke, er wird ihre Arbeit auch mitverfolgen und stolz sein auf das, was sie gerade tun. Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, da ist er inzwischen auch zu abgehoben und zu egozentrisch. Ich glaube, das sieht ja nicht mehr, was andere da machen. Und ich weiß auch gar nicht, wie es bei ihm aussieht, wenn er nach Hause kommt, was er da so tut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr... Der fehlt doch einfach Menschenkontakt. Das glaube ich nicht, dass der... Das will ich mir auch gar nicht einreden. Nun, zumindest haben sie die Gewissheit, dass sie auf sich stolz sein können und auf das, was sie erreicht haben. Und sie haben es alleine erreicht. Ja, das kann man durchaus so sagen. Also ich meine, ja, es hilft immer ein bisschen, wenn man die richtigen Leute kennt, aber es ist schon gut geworden, was wir jetzt hier machen. Das kann ich tatsächlich sagen. Und das, was ich mitverfolgt habe, war nicht so, dass sie deklariert worden sind als die Frau von, so wie das bei manchen Fußballern so ist oder anderen Schauspielern und deren Anhängsel. Sie sind da eine eigenständige Persönlichkeit. Das müssten sie mir vielleicht nochmal zeigen, wo ich da direkt deklariert wurde. Also ich weiß, dass ich irgendwo dann im Abstand stehe hier unter blablabla Crew, aber wo genau ich da herauskomme, das wusste ich noch gar nicht. Ich kann das gerne verlinken. Vielleicht können wir einfach Comlink-Nummern austauschen und in Kontakt bleiben. Es würde mich sehr freuen. Sie sind eine wirklich interessante Person. Verstehen Sie mich nicht falsch? Oder verstehen mich nicht falsch? Es war super nett, jetzt mit dir zu reden, aber so jedem seine Nummer geben, da habe ich auch ganz schlechte Erfahrungen mit. Sorry. Ja, das kann ich verstehen. Aber es hat mich sehr gefreut und vielleicht kriege ich zumindest noch ein Autogramm. Okay, klar. Aber den Link hätte ich schon gerne noch. Ja, ich guck mal eben kurz, Billy hat mir ja als Datenpaket das rübergeschickt. Ich suche mal, woher Billy das hat. Naja, dass sie dort das Bühnenbild macht, hat sie in ihrem Dings geschrieben. In ihrem hier sozialen Netzwerk-Dings. Und es gab gar keine offiziellen Einträge darüber, sondern nur das in ihrer Seite. Wie viele Erfolge hatte Billy genug? Es gab einen offiziellen Eintrag, wo quasi die gesamten Mitarbeiter an der Special-Folge da aufgelistet sind, aber da ist sie jetzt nicht besonders herausgehoben. Da steht sie halt so auf der Name wie alle anderen auch. Dann verlinke ich ihr das. Gut. Ah, danke schön. Okay. Autogramm wollt ihr wo? Ich gebe ihr mal so ein, irgendwie, wie das in der Zeit halt läuft. Da hast du dann wahrscheinlich so ein Tab-Dings und dann schreibt man da drauf oder so. Ja, gibt garantiert überall Software, wo Handschriftliches eingelesen werden kann. Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Mein kleines Fanbüchlein oder so. Ja, na klar, hier Comlink irgendwie mit Touch-Dings und dann wird da die Handschrift abgescannt und eingepöbelt und dann kannst du das benutzen oder dir ins Zimmer hängen, also an die AR-Tapete oder sonst was. Ja, sowas in dem Dreh gebe ich ihr. Im Idealfall unterlegt mit einem Bild von ihr oder so in dem Dreh, dass das Ding halt auch aussieht wie eine Autogrammkarte. Gut. Okay, bitteschön. Ich muss jetzt auch weiter. Ich kann den Kaffee übrigens auch für die Zukunft empfehlen.
Ja, ich werde darauf zurückkommen. Vielen Dank und noch ganz viel Erfolg und ganz viele neue Projekte und dass ich ganz bald ganz viel mehr von Ihnen höre. Und vor allem Dankeschön. Jetzt auch einen schönen Tag Ihnen, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Kaffee nehmen und in die andere Richtung verschwinden. Yep. Im Weggehen ein kurzes Textchen zusammentippen mit allem, was ich an Informationen gerade gezogen habe und das an die beiden schicken. Du kannst an beide schicken, aber ich krieg die Informationen. Also eh bald Feierabend für uns auch, ne? Um's da Mahina mal... das nicht weiß, dass das nur an eine Person ankommt, ist ihr das wurscht. Sie schickt's an beide. Ah, hier, Trolli sagt gerade, wir sollen uns treffen, weil wir den Arbeitstag abschließen können, klar. Und einfach nochmal zur Erläuterung für unsere lieben Zuhörer. Data Search ist falsch, es ist nämlich die sogenannte Matrix Search. Und Matrix Search setzt sich aus Simple Computer und unserem lieben Intuition zusammen. Gut, weiter geht's. Treffen, ja, schön. Ich brauche heute Nacht Schlaf, Mädels, ganz klar. Also wir müssen das kurz halten, ohne Witz. Also ich bin ziemlich durch den Wind, sagt Billy. Ja, klar, hier, da, bei mir, so, Essen. Ach, wir Essen. Treffen uns bei dir. Nee, Essen. 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 Ich, nee. Du musst was essen, du bist den ganzen Tag auf Speed durch die Gegend gehüpft. Essen, jetzt, sofort. Mir ist kotzübel, ich kann nichts essen. Ich brauche Wasser und dann will ich nach Hause ins Bett. Ja, du musst was essen, Kind. Nee. Dann kriegst du jetzt Milchshake und dann Protein. Wasser. Proteinshake hier, schön. Proteinshake habe ich nicht, aber ich habe Milchshake. Ich mach dir ein wunderschönes Milchshake. Billy, du wirst mein Milchshake liegen. Mahina, möchtest du auch ein Milchshake? Warum nicht? Und by the way, super gemacht, die Infos sind geil. Ja, ich hoffe, du konntest da was mit anfangen. Ja, das ist voll gut, wenn das seine Leidenschaft ist. Das ist das Ding, damit kann man ihn kriegen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber damit kann man ihn voll kriegen. Wir müssen mal ein Brainstorming machen. Also mit möglichst großen Werkzeugen möglichst kleine Sachen machen. Das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte. Aber trotzdem, vielleicht geht das. Wobei, ich kann sowas nicht. Also ich benutze normalerweise die richtigen Werkzeuge für die richtigen Angelegenheiten. Der kann also ja sie meinte, er hat da ganz viel von und vielleicht kann man dafür Interesse irgendwie. Vielleicht, es gibt doch, Moment mal. Mahina verschwindet mal eben kurz, kramt in ihrem kleinen Bus und kramt und kramt und kramt und kommt dann irgendwann wieder und würde Jojo mal eine Kette unter die Nase halten mit einer kleinen Glasfiole und in dieser Glasfiole ist ein Reiskorn und auf diesem Reiskorn ist irgendwas draufgemalt. Guck mal, vielleicht kriegt man ihn irgendwie, ich weiß nicht genau, darüber, dass er sowas irgendwie zeigt und dass man dann darüber den Aufhänger hat. Weil er hat diese Figuren auf jeden Fall noch. Ja, klar. Das Ding ist halt, das Riesenproblem, es muss am besten irgendwas sein, was er für seine Sendung braucht. Ein Projekt, das er in seiner Sendung machen will. Weißt du, was er unbedingt machen will? Am besten, glaube ich, wenn das heißt, der Sender hat es ja immer abgewiesen, so, aber wenn man ihn, wenn er sowieso gerade auf Koks ist oder wie auch immer, über so eine Geschichte dann daran kriegt, dass er sowas einfach als Überraschung vorstellt, weißt du? Also ich meine, da reicht seinen offiziellen Plan ein, irgendwie, was er halt macht in der Sendung, aber er macht halt eigentlich in so einer Nacht- und Nebelaktion was anderes, damit er dem Sender zeigen kann, dass er vielleicht, also dass das ultra geil ist, was er da macht und was er da kann und was man mit dem ganzen Kram alles machen kann und wie man Werkzeuge vielfältig nutzen kann und... Vielleicht hat ja die Sendung oder der Sender oder wie auch immer irgendwer Jubiläum oder so und dann kann man da das Senderlogo machen oder das Serienlogo oder sowas in dem Dreh, irgendwas, was auch Bezug zu der Sendung hat, dass es nicht sofort weggeschnitten wird. Irgendwas, ja, was Werbung macht. Ich glaub, es geht eher erstmal darum, ihn dazu zu kriegen, das zu planen und das zu machen und mit uns am besten, mit einem von uns oder so, damit er halt oder mit uns zusammen, damit er halt uns dazu bringt, länger zu bleiben, weißt du? Wieso uns? Dich? Oder mich? Mich. Der braucht dich dafür, ich hab damit nichts am Hut. Ja, er braucht mich dafür, Entschuldigung. So, und weiter muss es irgendwas mit Zenit oder halt mit Mütterchen Russland zu tun haben, sodass Zenit davon angetan ist? Na, das Ding ist erstmal, ist ihn dazu zu kriegen, dass er davon angetan ist. Also ich glaube, dass am ersten schon, wenn er das Sendungskonzept einreicht, dann wird der Sender ihn vermutlich wieder abweisen. Ich glaube, dass es besser ist, ihn einfach irgendwie zu versuchen, ich weiß gar nicht, ob das klappt, oh Gott, es kann auch sein, dass das voll in die Hose geht, einzureden oder ihn irgendwie auf den Trichter zu bringen, dass es viel cooler ist, dass
ich weiß halt nicht, wie sehr der an seinem Job hängt, aber wenn er gerade wieder seinen übelsten Ego-Trip hat und ihn das vielleicht, wenn man das ein bisschen pusht, dann geht das vielleicht, dass man ihn davon überzeugt bekommt, dass er halt glaubt, wenn er das präsentiert in der Sendung, also als Überraschung in der Sendung präsentiert, ohne dass der Sender was davon weiß, dass der Sender dann halt das Potenzial dieser ganzen Sache erkennt und, ne, weil der Sender hat ja bisher immer abgelehnt, ohne wirklich einen Plan zu haben, was da passiert ist. Beziehungsweise die Leute haben es ja abgelehnt und so. Und den Zuschauern wird es aber so gut gefallen, dass die da auf jeden Fall mehr von sehen wollen. Ich meine, das ist ja schon, eigentlich finde ich die Sache schon ein bisschen geil, das muss ich jetzt mal so sagen. Und wenn man es so macht, dass du ihm einfach, du bist ja mit ihm zusammen während der Arbeit, vielleicht ergibt sich das irgendwie, dass... Leider, aber ja. Dass ich? Hört mal. Bin für jeden Tipp dankbar. Pass mal auf, wir haben doch jetzt bald Ostern schon wieder. Und wie wär's denn mit so einem Mamuschka-Ei? Das ist ja was Filigranes aus Holz quasi hergestellt. Das ist typisch russisch. Und mit irgendeinem Patreon drauf. Nicht Patreon, wie sagt man denn gleich wieder? Die haben doch. Nee. Die haben doch Patronen? Diese Patronen, dankeschön. Die Russen haben doch diese Patronen. Schutzpatrone meinst du? Richtig, also die zum Beispiel den St. Georg haben wir doch. Und so eine orthodoxen... Ja, genau, von der orthodoxen Kirche schnappen wir uns einfach, also so, kann man ihm ja vorschlagen, so ein Babuschka-Ei im Patriarchen-Style, Patronen-Style, jetzt habe ich's. Finde ich geil, das Ding ist, ich glaube, ich würde versuchen, irgendwas zu machen, was halt noch diesen, also es ist, glaube ich, realistischer, wenn man versucht, irgendwas hinzukriegen, was halt noch diesen Heimwerker-Sendungsbezug hat, verstehst du? Ja, aber das ist doch was für die Heimverschönerung, ist doch so ein Ei wunderbar, das stellst du dir in die Wohnung rein, nimmt nicht zu viel Platz weg, das kann jeder zu Hause quasi machen. Und er macht's halt extra, extra geil. Und es gehört zur russischen Volkskunst, gerade mit christlichen Motiven, das passt doch zu Zenit, die Mama Russland hier lobend und preisend. Also Ikonen halt, Ikonen, das ist das richtige Wort, russische Ikonen, irgendwie mit eingebunden und... halt als Heimwerker sowas gemacht, was, naja, was halt vielleicht noch nützlich wäre, keine Ahnung. Sowas hätte ich jetzt vielleicht gedacht. Na, was man mit sowas auch machen kann, ist vielleicht einen Türrahmen zu schnitzen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber... Welche Tür ist denn bitte noch in Moskau aus Holz? Absolut richtig. Na, es muss doch nicht zwingendermaßen Holz sein. Welche Tür hat noch wirklich einen Rahmen? Braucht denn sowas? Na gut, ihr habt ja recht. Natürlich haben die Türen noch Rahmen, aber du hast sogar den Skill Heimwerken, da lohnt es wirklich nicht so sehr. Ja, gut. Tische, Stühle, fällt mir noch ein. Essbesteck. Ja, Löffel ist halt, ne? Becher, Tassen. Ein Ottomanen. Oder irgendwas russisch-antikes. Oder irgendwas, was mit der Zarenfamilie vielleicht zu tun hat. Weiß ich nicht. Also ich fand die Babuschka-Idee gar nicht schlecht. Die ist auch nicht schlecht. Ich überlege gerade, wie man das verbinden kann. Und wenn er doch sowieso so filigrane Sachen gemacht hat aus irgendwas krassem, also mit krassen Werkzeugen, dann fährt er doch garantiert da voll drauf ab, oder? Das kann gut sein, dass er da echt drauf abfährt. Das Ding ist halt, ihm das so zu verkaufen, dass er halt glauben könnte, dass der Sender da wirklich das Potenzial erkennt, weißt du? Also dass er halt glaubt, die Zuschauer oder der Sender finden das so geil, dass sie auf jeden Fall dieses Konzept weiter verfolgen werden, denn ich glaube, nur dann macht er das. Ansonsten riskiert er einfach nur seinen Job. Naja, wenn du den richtig auf Koks abgeschossen erwischst, gerade aus der Toilette raus, dann kannst du dem einen Kühlschrank auch verkaufen. Wenn man es über den Weg macht, dass man ihm eine Geschichte erzählt, die gar nicht direkt auf ihn abzielt, sondern die er dann auf sich bezieht und im Grunde genommen auf die Schiene geht, dass das ja im Prinzip sein Lebenstraum ist und er sich das immer wieder nehmen lässt, statt es einfach durchzusetzen. Mhm. Obwohl man weiß, dass er recht hat und obwohl er weiß, dass es gut ist. Na, sowas Ähnliches meinte ich ja vorhin, also was heißt vorhin, vor irgendwie letztens halt, dass das irgendwie, ich weiß noch nicht genau, wie ich auf dieses Thema komme, es wird auch ein sehr hartes Stück Arbeit, vor allen Dingen, weil ich eigentlich nicht so die, naja, egal, auf jeden Fall, oh Gott, bin ich müde, Gott, wo war ich dran? Was? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Dass du müde bist und wir brauchen eine gute Idee. Du warst gerade dabei zu erzählen, dass du diese Idee schon vorher hattest. Ach so, nein, also das meinte ich doch zu dir, weil du, damit du mit der Tussi redest. Boah, geil, dass du das gemacht hast. Haha, die Infos sind so geil. Auf jeden Fall, dass man dann so ein Gespräch anfangen kann und er dann glaubt halt, dass, also, ne, er muss sich ja wiederfinden dabei. Dann fühlt er sich verstanden.
Die Idee muss quasi so zu ihm kommen, wie Marina ja schon gesagt hat, dass er quasi das so annimmt, dass du ihm quasi so eine Geschichte erzählst, was sein Opa zum Beispiel mal gemacht hat, weswegen du so gerne heimwerkst, beim Mittagessen erzählt und ihm erzählst, dass er mal so ein Babuschka-Ei gemacht hat mit der Ikone vom St. Georg drauf, der den Drachen getötet hat und das war total krass, weil du ihm damals geholfen hast mit der ganzen filigranen Arbeit und es immer noch bei dir auf dem Zimmerschrank steht, aber leider im Feuer verbrannt ist oder irgendwas. Und dann quasi diese Idee injectest, wie ich dann immer so gerne auf Neuenglisch sage. Ja, quasi. Also das. Nur für dich, Spielleiter. Danke. Bitte. Na, genau sowas in der Art halt. Also irgendwie so eine, irgendwie, ich muss mir noch eine nette Geschichte ausdenken. Also entweder sowas oder vielleicht auch irgendwas mit Metallarbeiten, kenne ich mich besser aus. Ich weiß aber nicht, ob er sowas schon gemacht hat. Vielleicht könnte eine neue Herausforderung für ihn sein. Also mit einem Dremel, beziehungsweise halt mit einer, wie heißt denn das gleich wieder? Du weißt doch, wie sowas heißt, Jojo. Diese, mit einer Dreherbank, sagt man, glaube ich, dazu, könnte man ja rein theoretisch auch so ein Ei machen. Eine Drechselbank? Nee, eine Dreher, also ein Dreher. Achso, das meinst du. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. In der Werkstatt habt ihr doch so Geräte, um irgendwelche Sachen zu drehen. Normalerweise ja, ja. Mittlerweile komplett mit Laser gemacht, aber als so ein Heimwerker hat man doch eher so eine Dreherbank noch zu Hause, oder? Ich glaube, also für Holz das eine Laser ist für Holz und das so gut, andere oder? Ist für Metall. Aber nee, das war jetzt Metall. Das war jetzt auch auf Metall bezogen, weil Jojo ja gesagt hat, sie kennt sich besser mit Metall aus. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass der Weg eigentlich der gleiche ist. Also, ne? Ob du Metall drehst Herz. Oder Holz drehst, ist es halt, das eine heißt Drechseln und das andere heißt Drehen, aber im Grunde genommen ist das ein ähnlicher Ablauf. So. Na, genau, aber ich meine, der Witz bei ihm ist ja, er muss halt einen möglichst großen Prügel haben, womit er halt dieses kleine Ding macht. Also er will quasi, wenn ich das richtig verstehe. Weil erstens, es geht immer nur um große Prügel. Die na, kleine Jojos machen. Oh yeah. Verdammt, jetzt bräuchte ich ein Holz-Jojo. Oder könnte ich dann behaupten, mein Opa hätte mir das gemacht. Nee, vielleicht besser nicht. Ich sollte nicht immer mit meinen Jojos rumrennen. Was habe ich gerade gesagt? Dass du nicht mit deinen Jojos rumrennen sollst. Warum sollte ich nicht mit meinen Jojos rumrennen? Ich liebe die Dinger. Ja, weil du ein Holz-Jojo machen wolltest, was dein Opa gemacht hat. Hä, mein Opa hat doch gar kein Holz-Jojo gemacht. Das hast du doch aber gerade eben gesagt. Hab ich das? Ich glaube, es wird Zeit, dass du ins Bett gehst, Kind. Damit glaub, es wird auch für Billy Zeit. Ja, damit ja, hast du vielleicht recht. Aber, die schläft bei Marina im Bumsbulli wieder. Auf jeden Fall brauche ich ganz, ganz dringend irgendwas in diese Richtung. Oh Gott, am besten echt, oder das Metall-Jojo. Ah, naja, das ist, oh, das geht nicht. Ich muss mir irgendwas besorgen. Pflanzt denn doch mal morgen einfach die Idee ein auf der Arbeit, wenn du mit dem wieder am Essenstisch sitzt. Du sitzt doch immer da drüben bei den ganzen Elektro-Heinis. Solange, ja, wie sie aushalten. Solange, wie sie sie aushalten, richtig. Aber klar, ich überlege nur gerade, womit mein Opa gearbeitet hat, womit ich auch umgehen kann, damit er da was mit dem Schweißgerät, yeah. Hier, meine Enkelin, hast du erstmal ein bisschen Trockenfisch und dann zeigt der dir Opa mal, wie man noch schweißt. Nicht in der Flamme gucken, Kind. War das bevor oder nachdem deine Sin das Auto geklaut hat? Meine Sin? Ich hab doch mein Macker da, hab ich doch, das war doch Totschlag. Ach so, warte. Ja. Stimmt, meine war Sin das bevor oder nachdem Totschlag... wir den Typen abschließen? Genau. Natürlich weit vorher, Mensch. Ja, es ergibt leider sogar Sinn mit der Sinn. Mist. Immerhin bist du Mechatronikerin, fast. Na, richtig. Deswegen kenne ich mich auch viel besser mit Metallarbeiten aus. Aber mit so einem dicken Schweißgerät, wenn du da irgendwas Feines mitmachst, was kann man denn da Schönes mitmachen? Mit einem Schweißgerät? Was könnte mein Opa mir denn mal fertig gemacht haben? Aus Schrott kann man eine Menge machen. Aus Altmetall. Man könnte zum Beispiel mit einer Sauerstofflanze irgendwelche filigranen Muster in irgendeinen Metallkubus schneiden oder so. Metallkubus? Sowas in der Art, oder er hat halt, er wollte damit immer Geld verdienen, aber es hat nie geklappt. Was für ein Fest steht an Völkergleichheit? Nee, dürfen wir nicht machen bei Zenit. Das ist, hier, warte, ich hab's gleich noch. Es ist der Tag der kulturellen Vielfalt. Ja, nee, nicht mit Zenit. Nee, ja nicht. Nee. Irgendwie sowas, Schweißgerät ist gut. Damit lässt sich bestimmt was anfangen. Ich weiß nicht genau, was mein Opa damit gemacht hat, aber irgendwas wird er damit wohl gemacht haben. Vielleicht Zinnsoldaten oder so. Einen Grill. Kleine nee, Figürchen, mit denen ich früher gespielt habe. Dein Jojo ist doch aus Metall. Ja, das habe ich ja vorhin auch schon... Habe ich das gesagt? Ja, ich glaube schon. In der Holzvariante aber, ja. Stimmt.
Witzig, ich vergesse die ganze Zeit, was ich sage. Ihr solltet beide schlafen, Mädels. Ja, aber ein Jojo ist halt, wenn ich die ganze Zeit mit meinem Jojo rumrenne, weißt du, das geht ja eigentlich auch nicht. Ich renne ja so schon immer mit meinem Jojo rum und Jojos gibt's nicht so fürchterlich oft. Was wäre denn, wenn ihr das alte Zarenwappen aus Metall schweißt? Das alte oder ein Spiel. Weißrussland. Es gibt doch dieses Spiel, wo man den Ball, so eine Metallkugel, irgendwie immer durch so ein bestimmtes Labyrinth, in dem überall Löcher drin sind, bringen muss, vom Anfang bis zum Ende. Und da hat man halt nur so zwei Räder, an denen man drehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Hä? Ein Geduldsspiel, ja. Genau. Oh. Das ist gut. Jetzt plappert mir der Spieler dann nicht schon die ganze Zeit dazwischen, wenn ich was sage. Jetzt schickt er auch noch zur selben Zeit wie ich irgendwelche Bilder über das Teamspeak, du Arschkrampe, du. Aber du hast doch heute deine Fanta bekommen. Nee, das war keine Fanta, das war was anderes. Das war wieder irgendein Billigabzug. Aber. Und dann haust du mir noch in die Fresse wieder rein. Ich bin so arm, Alter. So arm. Es muss immer einen treffen, Mensch. Und vor allem, liebe Zuhörer, merkt ihr, was für eine abartische Ablehnung er gegen Transsexuelle hat? Natürlich, schlimm. Alter. Ganz wo ich ja komme, ne? Da werden solche Leute noch verbrannt. Das sollte man nicht sagen. Ich kann nichts für mein Umfeld. Da hört der Spaß auf. Ohne Scheiß, da macht der Spaß ganz schön die Kurve, gell? Kollege. Okay, ich nehme es zurück und entschuldige mich bei meinen Volksgenossen, wo ich herkomme. Die machen sowas natürlich nicht mehr lange. Gut. Billy zombiet jetzt in Richtung Auto, küsst die Mädels gute Nacht und setzt sich dann in den Pink Panther nach... Ach nee, ich habe ja gesagt, ich schlaf bei Machina im Bums-Bulli-Murmel. Bums-Murmel. Bums-Murmel, ja. Ich schlaf. Machina, darf ich bei dir in der Bums-Murmel schlafen? Heißt natürlich nicht Bums-Murmel. Darf ich bei dir mit dem Bus schlafen? Machina, schläfst du schon? Hat den falsche Taste. Sie grinst und nickt, na klar. Gut, dann machen wir das jetzt. Und wir überlegen uns was Tolles, was wir dem Typen... Hier, Kollegin, Jojo. Ja, was? Schlaf, ich bin jetzt, wach. Schlaf jetzt mal. Nee, du bist nicht mehr wach. Du sabberst schon in deinen Milchshake rein. Oh, Entschuldigung. Der ist schon wieder halb voll. Oh. Du, jetzt geh mal ins Bett. Oder komm doch mit. Ich geh jetzt auch ins Bett. In die Bumsmurmel. Wir schlafen jetzt alle mal eine Runde und morgen auf der Arbeit haben wir vielleicht eine bessere Idee. Du kannst ja schon mal irgendwelche Ideen mit ihm ansprechen. Nein, damit du mal guckst, in welche Richtung. Du guck doch erstmal im Gespräch bei der Mittagspause, in welche Richtung das sich bewegt. Ja, klar. Natürlich mache ich das. Und je nachdem, was dann dabei rauskommt, entscheide ich mich dann, aber ich will ja wenigstens schon mal Optionen haben, damit ich irgendeine herzzerreißende Geschichte von meinem Opa erzählen kann. Schlafen. Los geht's. Was für ein Datum haben wir denn? Weil am 30. wollte Mahina ja noch bei Olga die Sachen abholen. Wir haben dann... Nur, dass bitte. Das jetzt angekündigt ist, Meister. Deine Mutter ist angekündigt. Und sie kriegt auch ein bisschen mehr Geld. Das sind wieder d'accord, wenn ich sage, das Gespräch mit der Tante war am 28. Da sind wir d'accord. Sehr gut. Übrigens ist das ein Sonntag bei mir in meinem Kalender. Dann müssen sie halt mal am Sonntag arbeiten. Das ist überhaupt nicht das Problem, weil du es die ganze Zeit von Donnerstag sprach oder so. Aber es ist auch vollkommen irrelevant, welcher Wochentag das ist. 28. ist das Wichtigste. Das heißt, der kommende Tag ist der 29. Gut. Moment. 1. auf den 2. Mai ist das. Ne? Da haben wir ja sogar noch ein bisschen. 30. haben wir noch und dann ist der 1. Mai. Das heißt, wir haben noch 2 Tage quasi. War das 1. auf den 2. oder 30. auf den... Vom 1. auf den 2. Mai. Richtig, hat er so gesagt, weiß ich auch noch. Okay, dann ist es so. Und genau 0 Uhr am 1. auf den 2. müssen wir anfangen. Also muss, ja. Ja. Ich glaube, das hatte ich ja schon mal gesagt, es muss nicht genau um 0 Uhr sein, ne? Ja, okay, aber naja, okay. Nur, dass wir da d'accord sind, Junge. Merken wir uns zwischen jetzt schon mal 0 vor. Und 1 Uhr musste das, glaube ich, stattfinden. Ja. Genau. Gut. Moment, ja. Ich sehe das gerade richtig, dass Jojo am Ende die Einzige ist, die da oben ist, oder? Jupp. Check. Oh, scheiße. Oh, fuck. Alles klar. Ist ja auch die am besten Oh. Aber schießen, oh. Ja, ne? Und, aber... Was außerhalb... Oh. Weißt du jetzt, warum ich mich um den Lift gekümmert habe für dich schon mal im Vorfeld? Verstehst du, warum du vielleicht ein Seil mitbringen solltest, wenn du da auch reingehst? Oder? Das Ding ist, die wird an dem Seil einfach nur jämmerlich runterfallen. Richtig, das Wieso? Ist das Größte, weil die nicht klettern kann. Die kann sich aber ein Abseil-Dings, das ist das. Ja, aber das muss man doch können. Entschuldige bitte. Mit einem Gurtsystem, Abseilen, alles. Das größte Problem wird sein, ein Gurtsystem in dieses Ding reinzukriegen, weil warum nimmt man denn sowas mit? Das brauche ich heute am Arbeitsplatz. Darf ich ganz kurz hier klar. An der Stelle mal eine Logik anwenden, die ich von Zeit zu Zeit recht gut gerne. Kann? Ne, so ein
wie heißt denn das gleich wieder? Mir fällt das scheiß Wort ein. Also sagen wir doch einfach mal so ein Abseil-Dings. Eine Kletter. Nee, du brauchst ja gar nicht, weil du ja sowieso eingehakt bist. Und die haben auch normalerweise da an so Dingern Notfallseile dran. Notfallseile dran. Du meinst an diesem Korb. Ja, ach so, du redest immer noch von dem Korb. Ja, aber das bringt doch der Typ mit, das ist doch dort nicht dran. Das weiß ich doch nicht. Das hast du jetzt auch gar nicht so gesagt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, aber wie auch immer. Irrelevant. Im Notfall hat sie eh keine andere Wahl und muss sich dann abseilen. Jupp. Es wird nur schwierig ein Seil. Na, wenn da oben ein Seil ist, das weiß sie halt nicht. Aber ein Seil mit hochnehmen kann sie vergessen, dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung. Ansonsten muss sie in Billys Arme springen über 6 Meter. So. Ja. Oh Gott, wird die sterben. Und bitte mit den Worten Hase. Nee. Hase. Zwischendrin Luft holen. Hase. Wie lange soll ich denn bei 6 Metern fliegen? Fliege. Jojo wiegt doch nichts. Stimmt, und ich dachte, dann davon. Ich dachte, eine ihrer Spezialfähigkeiten, ihre Haare, ist, dass die sich wie... Ach nee, das Propellern waren die, dann. Das, ja, du, nee, kannst das waren du kannst auch noch so einen Handlifter einfach unten halten und dann wird es einfach abgefedert, weil sie nichts wiegt. Ich möchte bitte ein Jetpack. Hm. Oder, was halt auch geht, damit sterbe ich aber, ist so ein Paragleitschirm. Aber dann stirbt sie leider. Das aus 6 Metern oder von ganz oben? Na, vom Dach. Ach so, na dann. Weißt du, das Witzige ist aber, ein Seil kriege ich da nicht rein, aber dann von einem Paraschirm erzählen. Ja, weißt du, die kommt doch nicht zurecht. Das war doch jetzt nur Albernheit, Mensch. Ach, jetzt sind wir wieder bei Albernheit. Nee, weißt du, den Paraglider, den baut sie sich dann oben zusammen aus Teppich und hier... Mac-Jojo. Genau. Sie seilt sich einfach an Kabeln ab. Oh mein Gott, hat sie gerade aus einem Kugelschreiber einen Fallschirm gebaut? Kugelschreiber-Mine, bitte, ja. Verzeih. Und dem Springgummi. Nee, ist kein Gummi, ist eine Feder. Ja. Er hat eine Möglichkeit gefunden, die Tinte zu härten. Zu einem hauchdünnen Film, den sie jetzt als Paraglider benutzt. Also jetzt wird's albern. Jetzt ist gut, jetzt ist aber, Freundin, Schluss ist. Irgendwann ist auch mal Schluss. Also weißt du, du bist immer die hier, die Unruhe reinbringt, ne? Mano. So, also, nächster Arbeitstag. Ich jetzt diejenige, die auf die Fresse kriegt. Ja, nächster Arbeitstag. Du bist auch die Einzige, die reingeht. Wen soll ich denn sonst das Maul hauen? Ach ja, stimmt. Mist. So, also, nachdem ein Backstein auf Billy fällt, nächster Arbeitstag. Danke. Gern geschehen. Gut. Ja, nächster Arbeitstag. Oh, mir fällt gerade ein, Dys hatte noch irgendwas Matrix-mäßiges gefragt, was er über die Tage mal feststellen wollte und ich habe leider vollkommen vergessen, was das war, lieber Düse. Ich hab's aber nicht vergessen, ich wollte dich nur nicht in deinem Erguss unterdrücken. Oh, jetzt kannst du... Oh. Ich wollte mich halt generell mal um die Comlinks, die wir quasi angeschraubt bekommen haben, mal interessiert darum kümmern, in meiner Nicht-Okkupationszeit, ob ich die Dinger relativ easy übernehmen kann von Leuten. Kommt drauf an. Also alle Comlinks von den Praktikanten und Praktikantinnen sowie von den Leuten, die halt nichts wert sind. Gabeldreher, Reinigungsfachleute, insofern es sie noch gibt. Man muss ja auch, Drohnen kommen ja nicht in jede Ecke und so, ne? Also die billigen Teile für die Low-Quality-Mitarbeiter, auch dem Viertner, die kriegst du auf jeden Fall kaputt. Das von der Chefin ist natürlich Ende Gelände und dazwischen kommt es drauf an. Manche könntest du dir schon vorstellen, dass die zu hacken sind, andere sind eher schwierig. Ist jetzt keine so eindeutige Aussage, aber ja. Nee, brauche ich auch wahrscheinlich gar nicht. Ich wollte auch noch, nee. Gut. Noch irgendwas Matrix-mäßiges? Ich hab's vergessen. Ich dachte, du wolltest dir das alles merken, was ich dir erzählt habe. Warte. Ein was weiß ich noch. Du wolltest nämlich, glaube ich, die Wi-Fi-Signale zuordnen. Und da möchte ich mal bitte eine Logik-Intuition plus Computer plus 2 Probe von dir. Also Data Search. Nee. Logik und Computer plus 2. Logik plus Computer? Du hast eben noch Intuition plus Computer plus 2. Ja. Dann ist es ein Data Search. Aber plus 2, deswegen ist es eine Matrix-Wahrnehmung. Moment, dann ist es, warte mal, also jetzt bevor wir uns hier Logik hast du gesagt und Computer, ne? Intuition und Computer. Und Logik, weil dir eh das gleiche, ne? Ja, es ist eigentlich scheißegal. Also 7 gut, plus 2 sind 9. Plus 2. Also 9, warte mal. Okay, das sind schon mal 8 Würfel, das sind eine 6, eine 5, eine 6 und jetzt noch ein hinterher. Nix. Kein Glitch. Drei Erfolge, sagst du? Ja, drei Erfolge. Also, du hast ja auch in dem Zenit-Bereich, im abgetrennten Bereich, Kameras gehabt. Spärlich war das ja, soweit ich weiß. Die laufen zusammen bei Zenit. So.
Also irgendwo dort in dem Gebäude wird das irgendwie monitort. Wo genau, weiß man nicht zu sagen, aber du hast bisher noch keinen Raum erspäht in den Bereichen, wo du Zugang hattest. Ne, dass das irgendwo sein könnte, also vermutlich in den oberen Stockwerken. So. Bei den ganzen Verkaufsläden war es ja auch so, dass deren Kameras auch in den jeweiligen Verkaufsständen zusammenliefen und nicht woanders. Und dann hast du ja noch so einen fetten Host, wo quasi die Gebäudesicherheit zusammenläuft. Was du aber erkennst ist, wenn Fall X eintritt und Fall X ist vermutlich Alarm, wird im Gebäude ausgelöst, dann können sämtliche Kamerafeeds aus dem gesamten Gebäude von dem Sicherheitshost abgegriffen werden. Also dann kann der Erika-Typ alle Kameras einsehen, die halt im Gebäude so sind. Ne? War verständlich. Aha. Aber bis dahin sieht er halt nichts, was bei Zenit läuft. Mhm. Das, okay. Danke. Gut. Und dann hast du ja gerade was im Chat geschrieben. Ja, und wir wollten uns noch ums Studio 10 kümmern, weil irgendwie noch, wir haben die Info bekommen, aber haben wegen Studio 10 noch nichts gemacht. Das ist doch mal jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ah ja, super. Das wird Billy nämlich jetzt während der Mittagspause mal mit Brumlibär ansprechen, was denn da im Studio 10 eigentlich los ist. Das ist sich ganz dolle wundert. Der Brumlibär! Gut, also, Mittagspause. Du gesellst dich zum Brumlibär. Wie, das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich mal beim Brumlibär sitze. Ja, genau. Und du gesellst dich auch dieses Mal wieder zum Brumlibär. Du hattest zwei Minuten später Schluss, deswegen. Ja, hallo. Na? Na, immer noch alles klar hier. Haben sie sich langsam ein bisschen eingelegt? Ach ja, ist ein bisschen hart hier, ne? Ja, das habe ich ja gleich gesagt. Das ist nicht ganz einfach, aber sieht so aus, als würden sie sich ganz gut einfinden. So. Also die, ich vergesse mal den Namen von der Frau, die schminkt. Also die fand ja auch, dass sie da gute Arbeit machen, ne? Ach, die Erika. Ja, das ist nett, dankeschön. Das ist auch nett, dass man so Kollegen wie sie hat, beziehungsweise halt so quasi Vorgesetzte hat wie sie. Wenn die Vorgesetzter bin, also ich bin ja nicht hier Vorgesetzter, das ist ja hier, ne? Die Chefin ist ja quasi Chefin, Vorgesetzter. Naja, aber brauchen sich auch gar nicht bedanken, ich meine, das ist ja ihre Leistung. Huh? Ja, danke. Das hört man schon mal gerne, wenn man gutes Feedback bekommt, weil schon im Alltag geht das manchmal unter, ne? Ja, das ist auch jetzt hier nicht groß geschrieben, ne? Was ist nicht groß geschrieben? Na, das hier so. Dass man auch mal, also hier ist ja schon sehr Ellbogen, hier wird ja nicht gesagt, Mensch, das hast du aber mal gut gemacht, sondern da muss man ja, ja. Ja, aber für sie ist es doch garantiert nicht so schwer. Ich meine, sie sind ja quasi einer von den Stars hier, die. Ja, Stars, also. Ja, ich mach die Stimme für eine Kindersendung, da kriegt man schon auch mal so Späßchen zu hören und am Anfang, da hatte ich ja auch einen schweren Stand. Also da wurden mir auch so Streiche gespielt, die waren schon grenzwertig auch, ja. Ja, aber jetzt sind sie ja fester Bestandteil von der Crew hier. Ich meine, Brumlibär läuft jetzt wie viele Jahre? Oh ja, schon einige Jahre, ist schon so. Ja. Nee, ich habe jetzt auch keinen direkt, mit dem ich so gar nicht auskomme. Das ist ja auch wichtig, ne? Aber bezüglich Ellenbogentechnik, ich habe jetzt gemerkt, wir haben ja wirklich Stress in den Studios, ne? Also die Räumlichkeiten, boah. Ja, das tut mir auch immer gerade für die Techniker tut mir das leid, die müssen ja ausräumen, reinräumen oder vorbereiten oder ja, ne? Und wenn da mal ein Blue Screen of Death kaputt geht, dann ist ja scheiße hier. Dann habe ich ja schon gesehen, die sind ja am Rennen wie bekloppt. Also da bin ich froh. Da habe ich ja Gott sei Dank nichts mit zu tun, ne? Ja, da finde ich es auch gut, dass wir wieder wir hatten ja mal, da war hier irgendwie, war es Usus, dass live wirklich live bedeutet und nicht mehr mit der 2-3 Sekunden Schleife, ne? Ja. Da wollten sie irgendwie Horizon nacheifern, die das wo immer machen. Aber das ist so viel Stress, wenn da irgendwas schief geht, das kann man dann nicht mehr rausschneiden und alles. Also das war unmenschliche Arbeit, würde ich sagen. Ja, aber ist ja auch jetzt schon stressig, weil das große Studio, das ist ja komplett dicht, ne? Das 10er meinen sie? Ja, ist doch das Größte, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Also, da haben schon mehr Leute gesagt, das wäre ja mal zu reparieren oder so. Aber ich weiß nicht, ob es am Geld liegt oder ob es da andere Gründe gibt, warum das nicht gemacht wird. Aber es ist schon schlimm, ja. Ja, was ist denn da kaputt? Ich meine, das ist ja komisch. Ich meine, es kostet doch den Sender Geld auch, wenn es da brach liegt, oder? Ja, ja. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das. Also, ich weiß auch, ich war. Also wir wären ja hier auch gegen 22.30 Uhr, ist ja dann wirklich, wird man ja rausgekehrt fast. Also mir hat man gesagt, das sind so Sicherheitsgründe, damit irgendwie die Gebäudesicherheit das dann auch besser machen kann. Ich weiß es nicht. Da habe ich schon mal gesehen, dass da wohl irgendwie Techniker auch im, also jetzt keine von denen, die hier tagsüber sind, so Techniker halt da zugange sind und da irgendwas machen. Aber das ist schon ganz schön lange her und da hat sich jetzt auch so nichts getan. Also ist schon komisch.
Das ist ja skurril. Sowas. Da kommen nachts nochmal andere Techniker? Also was ich so annehme, ist die sind dann halt vielleicht bei Zenit Ost, arbeiten die sonst und machen da halt da ihre Nachtschicht oder so. Das kann ich mir schon vorstellen. Zenit Ost, ihr Nachtschicht, echt krass. Also ich weiß es nicht genau, aber eigentlich müsste das ja langsam mal in Gang gehen. Irgendwie war da auch mal die Rede von Wasserrohrbruch oder so, aber auch das kann nicht so lange. Ja, da war aber auch tatsächlich mal, da hatten wir schon eine ganz schöne Überschwemmung. Aber das kann auch nicht so lange dauern eigentlich. Ich weiß es aber nicht genau. Naja, wer kümmert sich schon um das Fußvolk wie mich hier? Da spricht die Chefetage nicht drüber gerne, denke ich mal. Nee, da kommt auch gar nichts so, dass da irgendwas geändert wird oder so. Da stehe ich auch ein bisschen auf dem Schlauch. Na gut. Ich glaube ja auch. Wichtig, ne? Ja, ich glaube auch einfach, dass es mit der neuen Technologie ist es einfach. Also, die hatten ja da ganz, ganz aufwendig, hatten sie da hier extra auf die Anweisung von der Chefin, also Frau Jaschow, hatten sie da hier Technik einbauen lassen, dass da sich dass sie sich da besser aufnehmen und abmischen und nachbearbeiten lassen und so, auch mit so, diese ganzen Effekte, die man da noch einmachen kann, für Emotionsverstärkung und für irgendwas anderes, hatten sie da aufwendig gekauft. Da gab es da irgendwie einen Elektronikbrand oder so, da war das ganze Zeug in Arsch und seitdem ist dort einfach Tohu Wabohu, da geht doch nichts mehr im Studio 10. Ach hey, das hört sich ja grausam an. Ich weiß auch nicht, das muss richtig viel Geld gekostet haben, muss man auch mal sagen. Also das, ich weiß es nicht. Kann sich unser Eins hier nur erträumen, was das an Geld gekostet hat. Ja, ich glaube, das werden sie in ihrem Leben vielleicht am Ende verdient haben, was das da auch so gekostet haben muss, ne? Na, schön wäre es so viel. Also, kommt drauf an, wie lange ich es mache, aber, ne? Oder wo ich noch hingehe, aber momentan, nee. Also, so wie ich gehört habe, habe ich mir auch gerade gehört, ich meine, Elfen, die leben ja doch lange, nicht? Na, das weiß man ja nie, ne? Und man weiß ja nie, was einem passiert, ne? Also, wir wollen doch jetzt das Beste auch hoffen, ne? Egal. Ah, ja, natürlich. Aber Klopf auf Holz. Ja, da haben wir auch schon recht. Ja, nee, aber ich weiß auch nicht, was da vor sich geht. Ich weiß auch nicht, warum die sich nicht auskäsen. Das ist mir ein Rätsel. Puff. Naja, gut. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwas dann wieder, dass man das mal rausbekommt, was da mal los war. Aber interessant. Ich habe mich nur gewundert, halt, wie gesagt, da geht nichts und wir ellenbogen uns da durch die Studios durch und selbst ich als Schminktante renne da hin und her und krieg dann mal da die Kamera über den Fuß gerollt und so. Das ist ja doof. Ja, also. Aber ich weiß da auch nichts Genaues. Ich würde Ihnen auch nicht raten, da nachzufragen. Nee, das war jetzt auch zwischen uns beiden. Nee, natürlich. Ich helfe ja auch gerne aus bei dem, was ich weiß, bei dem Wissen, aber. Das ist ja auch nicht so, dass es mich was angeht. Das ist ja nur die Neugier, die da aus mir rausplatzt. Ja, ich finde es auch schon gut, wenn sie da einfach Dinge erklären, die sie was angehen, weil, ich meine, wenn sie jetzt hier arbeiten möchten, das vielleicht auch ein bisschen länger möchten, bis sie vielleicht was anderes haben oder so, das ist, finde ich auch gut, wenn sie sich damit so identifizieren mit ihrer Arbeitsumgebung, nicht? Ja, auch wenn es vielleicht nicht die liebste Familie ist, man ist ja irgendwo da eine Familie hinziehen, ne? Ja, also, Familie, wir sind ja nicht bei Rabutnik, ne? Nee, das sind wir nicht, das stimmt. Nee, aber ich weiß schon, was du meinst, ist schon recht so. Man verbringt ja hier mit den Leuten auf der Arbeit hier mehr Zeit teilweise als mit den Liebsten zu Hause, ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja gut, ne? Es ist, Pause ist um, nicht? Ja, doch, müssen wir weiter. War lieb, ne? Ich wünsche Ihnen auch noch, also bis morgen dann erstmal und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Arbeitstag. Danke, vielleicht sehen wir uns ja nachher in der Maske nochmal. Ja, das wäre ja schön. Das stimmt. jetzt hatten sie mich, ich bin auch schon ein bisschen gut. Also, ne? Schönen Tag noch. Ebenso. Und er Brummlibert von dannen. Und ich spiele mir ein. Typen. Leute, wir müssen irgendwann mal eine Folge Brummlibert auch grafisch aufnehmen. Ich finde irgendwann. Hallo Kinder, das hier sind Hodendrogen. Und heute geht es um Hodendrogen. Erstmal musst du richtig tacken können. Das haben wir ja schon vor 2 Wochen euch erklärt, wie das funktioniert. Ich hoffe, ihr habt das Klebeband dabei. Und ich hoffe, ihr habt auch dran gedacht, dass Tacken nichts mit Tackernadeln zu tun hat. Nö, die bleiben weg. Wir wollen ja keinen Langzeithoden verknoten. So, wer hat ein Bärenkostüm, bitte? Wer hat ein Bärenkostüm? Das gehört zu meinem Fetisch, natürlich habe ich 3 davon.
Ja, siehste, da haben wir doch schon alles parat. Sehr gut. Also, die Informationen gebe ich auch brühwarm so an Jojochen weiter und an Machina dann am Abend. Die steht da gerade und denkt sich, fuck, wie soll ich denn dann da hoch an? Ich muss ja aufs Dach. Ha, puh. Ja, aber da sind Menschen, das ist unpraktisch. Richtig, da sind andere Menschen zugange auch anscheinend bei der Nacht, die irgendwas da machen. Also guck du mal, was du noch rausbekommst, eventuell. Mhm. Wort des Abends für mich, eventuell. Ja, genau. Jojo hört sich mal um. Beziehungsweise Studio 10? Ja, sie wird da halt irgendwann, wenn sie da halt mal mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem sie eigentlich einigermaßen gut kann, irgendwie, wenn sie da gerade wieder durch die Gegend hetzen, weil irgendwas ist, wird sie irgendwann mal fragen, was eigentlich mit dem Studio da oben ist, weil irgendwie scheint da, weiß ich nicht, warum ist das nicht da? Es wäre doch ja, viel entspannter. Ich kürze das in folgender Weise ab. Die wissen es nicht, sie regen sich fürchterlich auf. Es gab selbst Angebote von ein paar Technikern an die Chefin. Hier, wir machen das, wir wollen dafür kein Geld, wir reparieren das, was auch immer das ist, wir können das ja. Und dann können wir das endlich wieder benutzen. Und sie meinte, noch so ein Ding, Augenring. Ne? Alles klar. Irgendwann, also es gab sogar Abmahnungen dafür. Alles klar. Also bei Jojo macht sich gerade der Gedanke breit, dass sie da irgendwie mit illegaler BTL oder Simsim-Produktion dran ist, die Tussi, aber... Dass du immer das Schlechteste von den Menschen denkst, weißt du? Mann! Ja, auch mit gutem Grund, weil dein Wicked Brain kriegen wir auch so langsam auf die Reihe. Das finde ich schön. Genau. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt sie in der Zeit noch zu dem Heimwerker King kriegt hat, wie auch immer. Würfel doch mal Edge. Edge? Hm. Nö. Wie nö? Nö, kein Erfolg. Ich finde, das ist ein gutes Wort des Abends. Dann hast du keinen Erfolg. Gut. Oh, guck mal, ich habe gerade gesehen, plus ein Karma für Singen. Okay, ja, nur so am Rande. Du kannst es auch gelegentlich mal Edge zurückgeben. Nö, am Ende des Abenteuers. Oh, du Pisser. Obwohl für das Singen, für das Singen kriegt er beide eins zurück. Yay. Habe ich überhaupt schon eins ausgegeben? Nö. Nö. Doch, in den Zwischenteil, aber wie? Ja, du hast gesagt, ich starte mit 4 ins Abenteuer. Ach so, na dann hast du jetzt wieder 5. Schakabam, die werde ich vermutlich auch brauchen. Und ich habe 2 wieder. Gut, also kein Kontakt zum Heimwerker King, das ist natürlich schlecht. Dann gut, muss das alles wohl sehr spontan erfolgen, aber dann vermutlich auch nächste Woche, wenn es jetzt schon 12 ist. Genau, wir machen das nächste Woche weiter. Damit wir dann wieder d'accord sind, dann wäre das quasi der 30. ne? Yep. Yep. Der Tag davor. Aber das ist gut, na, wobei, ja, wenn die da nachts immer zugange sind, ansonsten hätte Jojo ihn noch überreden können, dass man ja schon irgendwann eine Vorproduktion im Studio 10 machen kann, weil den Scheiß irgendwie grob zum Laufen zu bringen, das wäre... Fuck! Naja, gut. Du musst mit dem nächste Woche reden. Ja, dringend. Dringend. Gut. Hallo. Dann beginnt das Outro jetzt, verdammt. Jetzt hast du mit mir ins Hallo reingesprochen. Das tut mir leid. Tut's dir nicht, du machst das gerne. Und mich stört's auch gar nicht. Arschloch, scheiße, Wichser. So kriegst du niemals deine Fanta. Du hast sie mir eben gerade schon wieder weggesoffen. Drecksack. Vor der Nase. Ja, von einem fetten Troll. Das darfst du noch gar nicht sagen, das ist noch 10.000 Folgen weit weg. Ist gar nicht 10.000 Folgen weg. Wir haben jetzt gerade die 12 fertig gemacht. Die hat euch hoffentlich gefallen, allen lieben Zuhörern. Die 13 und 14 wird schnell rumgehen, weil die total cool sind. Vor allem die 13. Also eigentlich die 14, aber die 15, die wir jetzt quasi gerade aufgenommen haben, die wird auch nochmal cool. Und das wird wird der Abschluss sein von Episode 2. Und wir fangen dann mit Episode 3 an. Aber was war denn heute eigentlich gewesen in der 12, Kinas? War doch toll, oder? Nee, also, aber ich muss für ja den sagen, Zuhörer heute für quasi. Den Zuhörer heute, ja. Deswegen das stimmt, ja, aber ich wollte das jetzt nur nochmal betonen. Ja, wir machen das alles nicht zeitgleich. Das ist ja auch sinnlos. Dann wüssten wir ja glatt, was passiert ist. Nee, da war auch das Gespräch von Mahina und der Ex-Frau, ne? Ja, genau. Ja. Und der Plan hat starke Formen angenommen. Das stimmt. Und Billy hat sich mal wieder sehr gut mit dem Brummlibär verstanden, so, ne? Oder war das eine Elf?
Na, auch 112 hat sie mit Brumlibär zu mir. Ja, die Billy und Brumlibär, ich glaube, die könnten sich gut verstehen. Wenn die vielleicht nach dem Run noch ein bisschen was miteinander zu tun haben, das wäre doch gar nicht schlecht. Ja, ich glaube, da wird eine ganz tiefe, innige Freundschaft entstehen. Ja, tief und inniglich. Mhm. Und ziemlich schnell vor allen Dingen. Kommt drauf an. Manchmal langsam, manchmal schnell. Ja, das ist wahr, aber diese Freundschaft wird schnell entstehen, meine ich. Sie wird sehr schnell sehr tief werden. Ja, denke ich auch. Ich glaube, ich werde eine neue Fanpage. Billy wird eine Fanpage aufziehen für Brumlibär. Eine Fanpage? Moment. Mhm. Moment. So, Verzeihung. Ja. Ich wurde gerade gestört. Tu sowas. Ja, nee, dann, fürchterlich. Ich glaube, was gibt's denn zu sagen? Wir haben jetzt 19 Subscriber auf dem Channel. Ich bin ganz stolz auf uns. Also 19? Bin, so viele? Ja, wir haben 19 Subscriber. So und ich habe mir keine neuen YouTube-Fake-Accounts zugelegt. Das heißt, es müssen jetzt tatsächlich wirklich Leute sein. Ich freue mich auch an alle Neuankömmlinge. Damit gegrüßt hier an der Stelle. Voll nett, voll cool. Schreibt uns Comments. Please. Und ich muss jetzt mal so sagen, auch wenn ich immer so tue, als würde ich euch auslachen, eigentlich freue ich mich ja schon, wenn es Leute zuhören. Ja, das war jetzt das große Geständnis von mir. Das war jetzt schon wirklich intim eigentlich fast, ne? Ja, fast schon, ja. Ich muss ja auch mal ein bisschen Einblick geben. Geil. Einblick geben. Was meint denn der Spielleiter? Der ist kurz AFK. Ist er schon wieder weg? Keine Na dann, Ahnung, dann machen wir doch jetzt das Outro fertig zusammen. Ich wollte schon sagen, wir machen das Outro jetzt so fertig. Genau. Ja, wir wünschen euch schöne Ostern. Ist ja quasi, wenn die Folge oben ist, also morgen sollte die Folge oben sein. Ist wünschen immer noch wir Ostern, euch. Genau, morgen steht er auf wieder, ne? Müsste. Ja, die kommen zur Höhle und die ist leer und dann kommt er raus. Genau. Und hi, alles gut. Richtig. Und dann kommt Christi Himmelfahrt irgendwann im Mai und dann ist er nämlich vom Ölberg hoch zum Vatern. Haben die dann eigentlich immer noch vor der Höhle rumgestanden? Die ganze Zeit? Nee, ne? Ich frag mich ja eh, das was hat bestimmt auch irgendwann gestunken, wie so. Ah, nee, war ja weg. Das stinkt. Der war ja weg. Die haben die erstmal gewaschen und balsamiert und dann, warum erzählen wir das eigentlich? Das ist eine christliche Geschichte, das solltet ihr eh alle wissen. Und, auch vielleicht auch nicht. Anyways, wie immer an der Stelle weisen wir darauf hin, die White Russians sind Volksverhetzer. Nein, sind sie natürlich nicht. Wir haben keinerlei Rechte an Shadowrun, because das gehört alles der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten, repräsentativ vertreten in Deutschland vom Pegasus Verlag. Ne, Flummi? Genau, richtig. Das hat Güse mal ausnahmsweise jetzt nicht vergessen. Das hat er nämlich in ganz vielen Outros vergessen. Deutschland, Pegasus Verlag. Die Musik, die wir am Anfang eingespielt haben, ist von den Kremlkrauts. Also eigentlich von Ivan Ivanovich und den Kremlkrauts. Richtig. Sehr geile Truppe übrigens. Muss man jetzt mal so sagen. Ich muss jetzt noch ganz kurz was anfügen, weil das weißt du jetzt noch nicht, weil du das nicht weißt, aber das sage ich jetzt schon mal. Wir haben noch ein Lied zwischendrin dabei. Das wurde auch mit Bewusstsein eingespielt. Und das ist das Lied Ultra Goat vom Pirate Fish und ist auch licensed unter der Creative Commons License, so wie auch die White Russians unter der Creative Attribution laufen. Das heißt, Ultra Goat, Pirate Fish findet ihr auf Soundcloud, genauso wie die Kremlkrauts auf Soundcloud sind. Und sowas müssen wir immer dazu sagen, sonst zickt YouTube wieder rum. Ja, nicht YouTube direkt, aber ich finde, man sollte den Erstellern von der Musik, wenn man die benutzt, auch natürlich Contribution Respekt leisten. Zollen. Ja, genau. Das ist schon richtig. Du hast ja recht. Ja? Und ich finde, das Lied ist saugut, das Ultra Goat ist saugut. Also ladet euch ruhig runter, das gibt's frei auf Soundcloud und wie gesagt, ist Common Attribution. Ich hatte ja nach einer Techno-Polka gesucht und das ist jetzt dabei. Aber nur, weil du auf Techno-Krams stehst. Ich bin halt ein Techno-Kind, ne? Ja. Ist eigentlich auch meine Zeit, aber irgendwie kann ich mich damit einfach nicht anfreunden. Geht nicht. Wir hätten uns auch garantiert auf freiem Feld angefeindet, wenn wir nicht den Computer zwischen uns hätten. Das glaube ich nicht. Doch. Nee, angefeindet ich hätte nicht. Ich hätte dich voll zur Sau gemacht immer. Warum hättest du mich voll zur Sau gemacht? Keine Ahnung, einfach nur... du hättest mich voll lustig gefunden. Wahrscheinlich, ich mich jetzt auch lustig. Ja, stimmt. Siehst du? Ich bin zwar nicht lustig, aber du findest mich lustig, weil du immer besoffen bist beim Spielen. Ich bin heute überhaupt nicht besoffen. Ausnahmsweise. Ja. Heute hast du nur noch Restalkohol von gestern. Aber normalerweise hätte ich dich dann wahrscheinlich besoffen gemacht, abgeschleppt und dann wärst du mir böse gewesen. Aber dann wärst du ja nicht wieder... böse gewesen. Ach so, okay, gut. Ja, dann haben wir das jetzt auch. Warum soll ich wegen sowas böse sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin doch selbst schuld. Frigider Kühlschrank, du. Hä, wieso frigide? Keine Ahnung. Wenn ich frigide wäre, dann wäre ich dir böse gewesen. Hätte gesagt, Es ist aber auch genug fürs Outro, oder? Ja, ist richtig. Wir müssen vermutlich wieder die Hälfte rausschneiden. Nö, das lasse ich machen drin. Machen wir sowieso nicht, schön. Oder? Das war schön. Nö, das war cool. Frohe Ostern. Tschüss.